Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier, mit wahrscheinlich dem wichtigsten Video bezüglich Smash auf diesem gesamten Kanal. Denn in diesem Video werde ich euch alle Begriffe des Spiels kategorisch erklären und gleichzeitig dient das als absolutes Anfänger-Tutorial. Wenn du gar keinen Plan von Smash hast, dann bist du hier goldrichtig. Lern die Basics, lern die Begriffe und schon wirst du mit diesem Tutorial, mit diesem Video hier, mit diesem Smash-Lexikon in 0, nichts das Spiel verstehen. Kleines Vorwort hier an der Stelle. Diese Fachbegriffe, die Smash-Fachkauderwelsch, das wird in meinen Tutorials die ganze Zeit genutzt. Na, dann sagen die Leute mir immer, ja, Cecilia, was redest du denn da für Kauderwelsch? Und natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Smash-Sets analysiert von Turnieren, international, da werden ja auch diese Begriffe verwendet, weil die Begriffe internationalisiert sind. Wenn man ein Problem hat mit den Begriffen, hilft es auch oft, einfach das vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Denn diese Begriffe sind immer Englisch. Wenn man es einfach übersetzt, hat man schon eigentlich einen guten Plan, was es eigentlich meint. Und warum benutzt man jetzt die englischen Begriffe? Weil es im Deutschen meistens keine richtigen Wörter dafür gibt. Zum Beispiel Up Air würde man Luft oben sagen. Und das klingt einfach nur bescheuert. Und deswegen hat man sich für Up Air entschieden. Ja, alle Pro-Player nutzen Begriffe, Kommentatoren nutzen Begriffe, ich nutze die Begriffe, Streamer, Streamerinnen benutzen die Begriffe. Und das Schöne ist, ihr könnt echt bei euren Freunden mit diesen Begriffen angeben. Es klingt so, als hätte man Smash studiert. Aber gut, Leute. Jetzt zum eigentlichen Video. So, Leute, fangen wir an mit dem ersten großen Punkt, mit der ersten großen Kategorie, nämlich dem Moveset. Was für Optionen hat man eigentlich in Smash? Was kann man eigentlich machen? Was kann jeder Charakter? Und welche Optionen hat man? Also erstmal haben wir die Specials. Specials sind die B-Moves. Drückt ihr B, könnt ihr ein Special auslösen. Neutral Special, das ist bei Mario der Feuerball. Side Special oder Side B, das ist bei Mario das Cape. Dann Up B, das ist auch meistens der Rettungsmove. Also wenn ihr keinen Plan habt, wie ihr wieder zurückkommt zur Stage, könnt ihr einfach Up B machen. Bei meisten Charakteren ist es auch ein Rettungsmove. Und dann gibt es noch Down B, das ist bei Mario die Wasserkanone. Leute, das Ding ist, Specials heißt nicht umsonst Specials. Denn jeder Charakter hatte andere Specials. Schauen wir uns jetzt mal Bowser an. Mewtwo B ist der Flammenatem. Side B ist ein Command Grab, wo er den Gegner greift und dann auf den Boden schleudert. Dann haben wir die Down B von Bowser, ist eine Arschbombe. Mega stark. Und dann die Up B, wo er sich eben halt mit dem Schildkrötenpanzer so dreht. Gut, haben wir das. Jeder Charakter hat vier verschiedene Specials. Naja, zumindest fast, denn Terry ist wieder so ein Special Case, der hat fünf verschiedene Specials, der hat nämlich auch noch Back B, also entgegengesetzt der Blickrichtung, drücken und dann B. Das war ihm der Crackshoot. Das hat nur Terry. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich Jab. Der Jab ist ein Move, den man machen kann, wenn man on ground steht, also zu Boden sich befindet. Und A drückt und keine Richtungseingabe macht. Dann bekommt man einen Jab raus. Das ist ein kurzer, schwacher Angriff, der aus mehreren Hits bestehen kann. Ein Jab ist oftmals eine extrem schnelle Option, die den Gegner einfach unterbrechen soll und weg vor einem befördert. Nur damit ihr Bescheid wisst. Kommen wir nun zu den Tilts. Tilts führt ihr aus, indem ihr den Stick leicht neigt, deswegen heißen die auch Tilts, und dann Richtungseingaben macht. Das hier ist zum Beispiel der F-Tilt. Den kann man auch engeln bei Mario, nicht jeden F-Tilt kann man engeln. Das hier ist der Up-Tilt. Und das hier ist der Down-Tilt. Ich empfehle euch auch, die Tilts mit dem C-Stick zu machen. Da müsst ihr einfach in eure Controls gehen und starke Angriff auf C legen. Das geht damit viel, viel einfacher. Glaubt mir. Jabs können auch für Jablocks und Resets verwendet werden. Das war zum Beispiel ein typischer Jablock. Wird, wenn der Gegner nicht getaggt hat, was ein Tag ist, dazu später mehr in diesem Video,
nicht getaggt hat, dann wird er in dieser Animation liegen bleiben, wenn man Jab 1 macht oder nochmal Jab 1. Und dann kann man das meistens mit einem Smash-Angriff beenden, was übelst viel Damage macht oder sogar zum Kill führt. Jetzt kommt mein Lieblingsgebiet, nämlich Sliding Tilts. Manche nennen das auch Pivot Cancel, ich nenne Sliding Tilt. Das sieht dann so aus. Außen Run, Sliden. Kann man auch mit Up-Tilt machen. Aber meistens macht man es mit F-Tilt. Besonders gut für Little Mac. Sliding Up-Tilt, Sliding F-Tilt. Mit Little Mac nochmal was ganz, ganz anderes. Aber viele andere Charaktere profitieren auch davon. Wie macht man das Ganze? Man dasht in eine Richtung. Like this. Dann dreht man sich um. Und dann macht man in dem Moment, wo man sich umdreht, jetzt schaut Mario nach rechts, den C-Stick in die andere Richtung, also in unserem Fall nach links, kombiniert sich das dann so aus. Ja, weil dann schlitter ich noch so ein bisschen nach vorne und das sind dann die Pivot-Cancels oder Sliding-Tilts, wie ich die nenne. Zu guter Letzt bei den Grounded Options haben wir noch die Smash-Angriffe. Die sollten jeden einen Begriff sein, denn die heißen in Deutsch auch so. Smash-Angriffe sind Angriffe, die besonders stark sind, gut zum Finishen sind und die aufladbar sind. In Super Smash Bros. Ultimate könnt ihr die Smash-Angriffe sogar noch länger aufladen. Der F-Smash von Mario kann man lustigerweise auch wieder engeln. Nicht jeden F-Smash kann man engeln. Das ist F-Smash, das Up-Smash und das Down-Smash. Wie macht man Smash-Angriffe? Einfach den Stick ganz, ganz schnell bewegen. Like this. Und dann wird diese mächtige Power unleashed. Benutzt ihr nicht bei Low Prozent. Bei Low Prozent wollt ihr lieber für Kombos gehen. Diese Smash-Angriffe sind halt wirklich nur, wenn ihr wisst, was der Gegner macht, um dann eben halt richtig zuzuschlagen oder um den Kill zu bekommen. In gewissen Situationen, wo ihr den Gegner irgendwie, ja, in eine Ecke gedrängt habt und dann wisst, ja, damit treffe ich jetzt. Na, das sind Smash-Angriffe. Wir sind doch noch nicht ganz durch mit den Grounded Options, denn es gibt ja auch noch die Dash-Attack. Dash-Attack ist quasi aus dem Run, warte, ich mache mal die Prozent wieder ein bisschen niedriger, aus dem Run A drücken. Oder aus dem Run und dann C-Stick in eine Richtung bewegen. Ja, jeder Charakter hat natürlich eine andere Dash-Attack. Und das ist ganz gut, wenn der Gegner die ganze Zeit abhaut. Und dann kann man einfach weiterrennen und dann Dash-Attack zum Beispiel mal. Oder wenn der Gegner landet, kann man auch sehr einfach mit der Dash-Attack meistens den Gegner abfangen. Halt euch fest, ihr könnt sogar Dash-Tags aus dem Stand machen. Normalerweise, die heißen ja nicht umsonst Dash-Tags, weil wenn man das übersetzt, heißt es nämlich Sprintangriff oder Angriff aus dem Sprint. Aber wenn ich jetzt hier stehe, dann sprinte ich ja nicht. Trotzdem schaffe ich es, eine Dash-Tag zu machen. Und das nennt sich dann wiederum Instant Dash-Attack, Leute. Seht ihr das? Wie mache ich das? Ich mache einfach den Control-Stick, also in dem Fall möchte ich jetzt den Dash-Stick aus dem Stand nach rechts haben, Control-Stick und C-Stick gleichzeitig bewegen. Seht ihr das? Und schon hat man Instant Dash-Stick, was ziemlich cool ist. Mega nützlich. Ja, dann kann man mit der X-Taste springen. Die Standardcharaktere haben zwei Sprünge. Sieht dann so aus. Hat ein Charakter mehr als zwei Sprünge, spricht man von Multijumps. Die Multijumps sind allerdings meistens kürzere Sprünge, die weniger Distanz erreichen. Dafür kann man halt ein bisschen dann stallen, wie zum Beispiel Pit, Kirby, Pummeluff. Die können das wunderschön mal Meta Knight. Die sind für ihre Multijumps bekannt. Dann spricht man von einem Jump Apex bei dem Punkt, wo der Charakter nicht mehr an Höhe gewinnt. Warum ist es denn wichtig zu wissen, was ein Jump Apex ist und warum ist es denn wichtig, überhaupt den Punkt zu kennen? Naja, weil man ab diesem Punkt einen Fast Fall Input machen kann und dann extrem schnell fällt, wie ihr hier seht. Bei Mario ist das hier, genau das hier, der Jump Apex. Und wenn ich dann nach unten drücke, dann Fast Fall ich. Ich erreiche die Bohnen viel, viel schneller. Ne, ohne Eingabe nach unten sieht das so aus. Und mit Eingabe nach unten sieht das so aus. Ganz genau weiß, wo der Jump Apex ist. Ganz, ganz wichtig. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Aerials. Aerials sind Luftangriffe.
die würden in Deutsch ganz komisch heißen. Zum Beispiel ist das hier eine Fair Forward Air. Die würde in Deutsch Luft vorne heißen. Und jetzt wisst ihr, warum man lieber diese anderen Fachbegriffe nutzt. Weil Luft vorne klingt halt extrem bescheuert. Naja. Das hier ist auf jeden Fall die Forward Air. Das hier ist die Neutral Air. Neutral Air macht man mit Betätigung des A-Knopfes in der Luft, wenn der Control Stick in neutraler Position ist. Was heißt neutrale Position? Das hier ist eine neutrale Position. Er ist in der Mitte. Der Controller ist in der Mitte. Bewege ich den Controller nach vorne, dann kommt die Forward Air raus, wie schon gesagt. Das kann man wieder in alle Himmelsrichtungen machen. Nach unten ist Down Air. Nach oben ist Up Air. Und nach hinten ist Back Air. Das sind die Fachbegriffe. Dann spricht man von Rising Aerials, wenn man vom Boden aus springt und sofort ein Aerial macht. Das ist zum Beispiel Rising Aerial Back Air. Rising bedeutet aufsteigen, weil ich steige ja vom Boden auf und mache ein Aerial. Also Rising Aerials, wieder komplett logisch. Ich weiß nicht, warum die Leute immer fragen, hey, Sissi, warum redest du immer so mit den Fachbegriffen? Die sind eigentlich voll logisch, Leute. Fasst euch mal aufs Herz. Wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, ist es doch nicht schwer, oder? Und das Gleiche gibt es auch nochmal mit Landing Aerials. Landing bedeutet landen. Und wenn ich jetzt hier ein Aerial vom Landen mache, dann habe ich ein Landing Aerial. Das ist besonders cool bei Low-Prozenten, zum Beispiel Mario oder Captain Falcon, weil Landing Back Air meistens in einen Grab kommt. Wir können on ground auch noch grabben. Grabben heißt greifen. Mit der Betätigung der Z-Taste greift man. Es gibt drei verschiedene Grabs. Standing Grab, quasi im Stehen grabben. Dash Grab, aus dem Sprint grabben. Und Pivot Grab, umdrehen in die entgegengesetzte Richtung drücken und grabben. Pivot Grab hat meistens eine bessere Reichweite. Dash Grab gibt den Charakter halt diesen Boost nach vorne, weil man einen Dash hat. Standing Grab ist in der Regel schneller, hat aber eine schlechtere Reichweite. Wird gerne benutzt nach einem Schild. Ist nicht mehr so stark wie ein Smash 4, aber kann immer noch gut benutzt werden. Weil die meisten Grabs Frame 6 sind. Nicht jeder ist Simon Belmont mit Frame 13 Grab, der halt komplett schlecht ist. Und wenn man jemanden gegrabt hat, dann kann man nochmal die Grab-Taste drücken und dann pummelt man. Ein Pummel ist ein Angriff, der nochmal, ja, leicht extra Schaden macht. Ist gut, um Moves zu unstalen, was Tailing ist, dazu kommen wir noch zu sprechen. Und je mehr Prozent der Gegner hat, desto öfter könnt ihr auch in der Regel pummeln. Ich empfehle bei 0% gar nicht zu pummeln. Ich empfehle ab 30 bis 60% einmal zu pummeln. Ab 61 bis 100% zweimal zu pummeln und ab 101% dreimal zu pummeln. Kann aber auch vom Vorteil sein, nicht zu pummeln, weil wenn der Gegner masht und nicht sofort DI'd, ja, die Begriffe werden noch alle erklärt, dann, okay, was kann ich denn noch machen, Girl, wenn ich jemanden gegrabt habe? Ganz einfach. Man kann Throws benutzen. Throws sind Würfe. By the way, Grabs gehen natürlich auch durch Schild durch. Also wenn ihr schon immer gegen Shield am Struggeln wart, grabbt. Denn jeder Grab besiegt jedes Schild. Okay. Und übrigens auch den Stein von Kirby. Also wenn Kirby einen Stein ist, dann B gemacht hat, dann könnt ihr das auch einfach grabben. Throws. Es gibt Down Throw. Darin das Grabs einfach nur unten drücken. Es gibt Forward Throw, während das Grabs einfach nach vorn drücken. Es gibt Up Throw, während das Grabs einfach da oben drücken. Und es gibt den Back Throw, während das Grabs nach hinten drücken. Diese verschiedenen Throws gibt es. Wofür sind Throws? Manche Throws können killen, manche Throws ermöglichen Kombos. Und das ist so der Main Purpose davon. Mehr braucht man nicht. Aber es gibt nur einen Charakter, der ein bisschen abgeht, was Throws betrifft. Und diesen Charakter kennt ihr alle, das ist der legendäre Donkey Kong. Bei Donkey Kong ist es ein bisschen anders, denn der hat auch Cargo Throws.
Donkey Kong hat alle Throws, die ich genannt habe, außer Forward Throw. Wenn Donkey Kong Forward Throw macht, dann nimmt er den Gegner. Und das zählt als Cargo. Und während dieser Transportanimation, sage ich jetzt mal, wenn Donkey Kong den Gegner so festhält, dann bekommt er 4 extra Throws. Auch Cargo Throws genannt. Cargo Up Throw. Ja, Mario, steh bitte auf. Cargo Forward Throw. Cargo Back Throw. Und Cargo Down Throw. Nur damit ihr Bescheid wisst, Donkey Kong hat die meisten Throws im Spiel. Und dann gibt es noch andere spezielle Grabs, nämlich Tether Grabs. Tether Grabs sind Grabs, die eine besondere Reichweite haben. Luigi ist ein Special Case. Der ist ein bisschen schneller als die meisten Tether Grabs und naja, da fliegt halt diese Saugnapf ab, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Also er hat einen sehr ungewöhnlichen Tether Grab. Samus zum Beispiel hat den längsten Tether Grab im Spiel. Extrem heftige Reichweite, aber wie ihr seht, sind diese Grabs auch viel langsamer. Aber dafür haben sie eben halt die erhöhte Reichweite. So, und was noch schön ist, mit den meisten Tether Grabs könnt ihr euch recovern. Das nennt man dann eine Tether Recovery. Und es geht einfach so, ihr macht in Luft Grab und schon hängt sich euer Charakter automatisch an die Kante. Wenn ihr, by the way, in der Luft Grab drückt, dann können diese Charaktere auch den Tether benutzen. Und dann spricht man von einer sehr. Denn on default sind die Grabs auf Z. Also ZR quasi. Z in der Luft, sehr. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie dieser Begriff zustande kommt. Jetzt wisst ihr es. Und das kann auch ziemlich cool sein. Da wir jetzt von Tether Recoveries gesprochen haben, wollte ich euch noch was erwähnt haben. Nämlich, Simon und Richter können ihre Forward Air, ihre Back Air und auch ihre Up Air benutzen, um eine Tether Recovery zu machen, obwohl sie kein Tether Grab haben, wie ihr seht. By the way, der schlechteste Grab im Spiel. Bei Zero Suit Samus ist es so, die kann ihren Tether benutzen, aber auch ihre Side B, um zu recovern. Das war jetzt Side B. Das ist Tether. Das ist Side B. Es geht beides. Also keep in mind, es gibt auch Moves, die wie Tether Recoveries funktionieren, aber keine richtigen Tether sind. Ist leicht verwirrend, oder? Ist auch eigentlich nur eine Special Case bei den beiden. By the way, Luigi kann sich nicht festhalten mit seinen Tether in der Luft, mit seiner Sehr an der Kante. Und Min Min, selbst wenn sie ihre Arme ausstreckt, kann sich ebenfalls nicht an die Kante festhalten. Wisst ihr Bescheid? Eine Option hat man Grounded noch, nämlich Shield. Shield macht man standardmäßig mit der R-Taste. Und naja, ihr seht schon, dann kommt hier so eine kleine Blase. Erst ist eine große Blase, siehe King K. Rool, und wird immer kleiner. Und gerade Heavyweights, sowas wie King K. Rool, die halt sehr, sehr groß sind, die haben schlechtere Schilde, weil die einfacher geschildpoked werden können. Was bedeutet geschildpoked? Seht ihr diese kleine Stelle jetzt, wo der Arm rausguckt? Da ist King K. Rool verwundbar, weil das Schild so klein geworden ist, dass es nicht mehr den kompletten Körper abcovert. Es deckt nicht mehr alles ab. Und naja, ihr könnt halt den Shield angeln, also anwinkeln, indem ihr B und Schild gedrückt haltet. Dann könnt ihr einfach so richtig wild den Schild bewegen, wie ihr seht. Dann könnt ihr auch diese Stellen noch ein bisschen länger schützen, aber irgendwann kann das Schild halt durchgepokt werden. Zum Beispiel hier, jetzt Gandalfs Haare, Gandalfs Arm sind jetzt verwundbar. Wenn King K. Rool jetzt dagegen jabben würde, dann würde ich getroffen werden. Schützt mich der Schild nicht mehr davor. Und wenn der Schild dann ganz weg ist, dann spricht man von einem Shield Break. Einer Brechung des Schildes. Das klingt so doof auf Deutsch. Dann ist der Schild halt kaputt und er ist in diesem Tumble State. Während des Tumble States kann man einfach mashen, ganz schnell Control Stick drehen oder
Knöpfe drücken. Und dann kann man sich schneller wieder bewegen. Keep in mind, je niedriger die Prozente sind, desto schneller kann man sich wieder bewegen. Das ist anders als sonst. Weil wenn ihr geburried werdet oder grabbed werdet und eure Prozente hoch sind, dann könnt ihr euch nicht so schnell wieder befreien. Bei einem Shield Break ist es genau andersrum. So, Leute. Jetzt wird's lustig. King Karoo ist der einzige Charakter im Spiel, der die Belly Armor hat. Belly Armor ist eine bestimmte Rüstung am Bauch, deswegen heißt es auch Belly Armor, Bauchrüstung. Und diese Bauchrüstung kann auch gebreakt werden. Nämlich bei der Neutral Air von King Karoo, bei der Up Air von King Karoo, beim F-Tilt von King Karoo. Ja, da wird die Belly Armor verwendet. So, und wenn damit kann man theoretisch jeden Move besiegen. Aber wenn es dann zum Beispiel mit einem Warlock Punch tradet, dann seht ihr, Belly Armor ist kaputt. Und Belly Armor Break ist genauso wie ein Shield Break. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn dann vollständig, dann vollständig. Keep in mind, Shield verliert gegen Grab. Und halt euch fest, es gibt auch Command Grabs. Command Grabs, der Begriff ist ein bisschen verwirrend, kommt aus Fighting Game Szene, weil in der Fighting Game Szene ist es so, beziehungsweise bei anderen Fighting Games, da musst du ja Inputs eingeben, spezielle Kommandos. Und das sind halt Grabs, wo man spezielle Kommandos eingeben muss. In Smash sind spezielle Kommandos einfach auszuführen, weil es Specials sind. Sprich, es sind Grabs mit einem Special. Also bei Ganondorf ist zum Beispiel Side B. Ist ein Command Grab. Selbst wenn King Karoo jetzt hier shieldet, ich grabbe ihn, weil es ein Command Grab ist. Side Special, boom, geht durch Shield. Und dann gibt es ganz viele andere von. Yoshi's New to Be, Wario's New to Be, Didi's Side B, selbst King Karoo's Sauger ist ein Command Grab. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, zu guter Letzt haben wir noch ein paar defensive Optionen, nämlich einmal Rolle. Eine Rolle, lustigerweise habe ich echt mal Kommentare gesehen, wie rollt man ja eigentlich? Oh Mann. Eine Rolle führt man aus, indem man im Schild ist und dann eine Richtung eingibt. In dem Fall rechts oder links. In Super Smash Bros. Ultimate ist es allerdings so, dass die Rollen, je öfter man rollt, immer schlechter und langsamer werden. Wie ihr hier sehen könnt. Ne, wenn ich nur am Rollen bin, dann bin ich irgendwann so langsam und könnte ins Altersheim. Ja, deswegen rollt nicht zu viel, aber ansonsten ist natürlich eine gute defensive Option. Wenn man cornered ist, kann man hier zum Beispiel eine Rolle machen, hat man Positionen getauscht, man kann den Gegner überraschen, man kann zwar ausweichen, in der richtigen Situation benutzen, aber keep in mind, spammt Rollen nicht. Und macht das nicht immer in der gleichen Situation. Es gibt Leute, die machen in dieser Situation immer eine Rolle. Und wenn ihr das immer macht, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann haben wir Spot Dodge. Das ist quasi, wenn man im Schild nach unten drückt. Ne? Das ist Ausweichen auf der Stelle. So kann man es am besten betiteln. Spot ist ein gewisser Punkt. Und Dodge ist Ausweichen. Auf einen Punkt ausweichen heißt es quasi. Klingt so im Deutschen tatsächlich besser. Das ist Ausweichen auf einer Stelle. Das ist Spot Dodge. Wenn ihr zum Beispiel einen Charakter wie Link spielt, der eine extrem safe Neutral Air hat, wenn ihr es richtig spaced auf ein Schild des Gegners und der euch dann aus dem Schild grabben möchte, dann könnt ihr zum Beispiel sofort Spot Dodge machen und es besiegt den Grab und ihr könnt dann den Gegner dafür angreifen, wenn er den Grab verfehlt hat. Es ist besonders gut, um auszuweichen und dann sofort zurückzuschlagen. Wenn ihr genau wisst, der Gegner grabt jetzt oder greift jetzt in dem Moment an, dann könnt ihr Spot Dodge nutzen. Dafür ist es am besten. Sowas wie einen Spot Dodge gibt es auch in der Luft. Das nennt sich dann immer Air Dodge, also Luft ausweichen. Und da gibt es viele verschiedene Varianten. Wie macht man das eigentlich? Naja, in Luft einfach Schild drücken. Weil in Luft kann man nämlich nicht schielen. Da kann man nur diesen Air Dodge nutzen.
Es gibt auch verschiedene Varianten davon. Das hier ist Neutral Air Dodge. Keine Richtungseingabe und einfach Schild drücken. Dann gibt es noch Fastfall Air Dodge. Und deswegen habe ich euch gesagt, es ist wichtig, dass man weiß, wo der Apex des Jumps ist. Hier ist der Apex des Jumps, mache ich Fastfall und Air Dodge. Guck mal, wie gut das ist. Ganz andere Option. Das Fastfall Air Dodge. Und dann gibt es noch Directional Air Dodge. Ihr könnt während des Air Dodges irgendeine Richtungseingabe machen. Problem ist, man hat extrem viel Lag, wenn man das macht. Man ist sehr lange verwundbar. Wo es sich aber empfiehlt, ist zum Beispiel als Recovery, als Rettung das zu nutzen. Ja, ihr könnt damit natürlich auch die Kante greifen. Und während dieser Animation, wo Ganondorf blinkt, in unserem Fall ist der Ganondorf, sind wir unverwundbar. Bedeutet, wenn ihr sehr nah an der Kante seid, könnt ihr gerne einen Directional Air Dodge machen. Also Richtungseingabe und Air Dodge. Und ihr seid gut dabei. Deswegen eine gute Option. So, dann kommen wir zum nächsten Begriff, nämlich Counter. Counter, einfach straight übersetzt, heißt halt Konter. Nicht jeder hat einen Konter. King K. Rool hat natürlich einen. Bei ihm ist es die Down B. Ja, Leute, und Konter funktioniert halt so. Na, Ganondorf macht jetzt hier zum Beispiel ein New to B. Und dann mache ich Konter. Man kontert einen Angriff, der kommt mit einer erweiterten Stärke zurück. Und man schützt sich komplett vor dem Angriff, was ziemlich geil ist. Ja Leute, es gibt auch noch Spot Dodge Attack, aber nur Terry hat das. Nach dem Spot Dodge einfach Up-Tilt machen und dann kommt Spot Dodge Attack. Terry ist der einzige Charakter im gesamten Spiel, der das hat. Also Terry ist so cool, er ist echt ein kleiner Sonderfall. Special Snowflake. So, und zu guter Letzt haben wir noch die Taunts. Taunts sind eigentlich useless, sind hauptsächlich zum Provozieren des Gegners gedacht. Die Taunts werden mit diesem kleinen, süßen, cuten Steuerkreuz ausgeführt. Das ist Up-Taunt, Side-Taunt und Down-Taunt. Und halt euch fest, bei meisten Charakteren passiert gar nichts, wenn man Taunt macht. Ja. Einfach nur just for fun. Aber es gibt spezielle Charaktere, wie zum Beispiel Luigi, die eine Hitbox haben bei einem Taunt. Und bei Luigi ist der Down-Taunt. Ist halt mega cute. Und es kann dann auch sogar kommen. Ich trolle euch jetzt nicht. Ich sage euch, das ist ein Kill-Confirm. Down-Taunt und dann Abi. Luigi hat den besten Taunt im Spiel. Und wenn die Gegner hier zu lange an der Kante hängen, dann spiked dieser Taunt sogar. Wie geil ist das? Quajutsus Up-Taunt hat eine Hitbox, Kommod allerdings nicht. Und King K. Rools Taunt, wo er sich so auf den Bauch kloppt, hat immerhin Belly Armor, aber keine Hitbox. Das sind die speziellen Taunts im Spiel. Dann gibt es noch Taunt Canceling. Während der Hälfte des Taunts, also wenn die erste Hälfte des Taunts vorbei ist, dann kann man den Move abbrechen und canceln. Mit jedem Move, was man machen möchte. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Gegner provozieren, zum Herkommen. Und dann mache ich einfach Jab und der Gegner rennt in den Jab. Das nennt sich Taunt Cancel. Kann auch einen Taunt mit einem weiteren Taunt canceln. Das kann dann ziemlich bescheuert aussehen. Ja, das Taunt canceln. Und ich kann das natürlich auch mit Specials machen. Ne? Also mit jedem beliebigen Move, wie ihr seht. Bei Luigi hört man das ganz gut, dass der Taunt gecancelt wurde, weil der immer noch seine Geräusche macht. Die Geräusche hört man trotzdem noch, obwohl der Taunt schon lange gecancelt wurde. Hört ihr das? Dann wisst ihr, ihr habt es richtig gemacht. Luigi könnt ihr das wunderschön üben. Okay. Das war eigentlich alles, was man zu den Taunts sagen kann. Wie gesagt, die sind hauptsächlich nur eigentlich dafür gedacht, um die Gegner zu provozieren. Oder um lustige Momente zu feiern. Oder um sich zu begrüßen. Wie auch immer. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Und die Kategorie nennt sich Movement. Ja,
Was gibt es denn alles für Movement-Begriffe? Fangen wir doch mal an. Idle Animation. Die Idle Animation ist, ich zoome einfach zu Crumb, wenn wir einfach jetzt nichts machen. Passt mal auf. Wenn wir nichts machen, dann langweilt sich der Charakter irgendwann und er macht eine Animation. Da hat er zum Beispiel sein Schwert kurz in die Höhe gehoben. Warum ist das wichtig? Naja, den Begriff zu kennen, finde ich schon relativ wichtig und manchmal ändern sich dadurch die Hurtboxen. Was eine Hurtbox ist, dazu komme ich später noch, aber ja. Wisst ihr Bescheid. Dann können wir walken. Wenn ihr den Control-Stick leicht neigt, dann walkt ihr. Sieht bei Crumb so aus. Aus dem Walk kann man alles machen. Tilts, Specials, Smash-Angriffe, was man aus dem Dash nicht machen kann. Und außerdem ist es voll gut, den Walk zu benutzen für Micro-Positioning. Also wenn ich mich jetzt hier perfekt positionieren möchte, wenn jeder kleine Zentimeter zählt, dann ist es halt mit Walken viel leichter zu erreichen, als wenn man das irgendwie aus dem Run macht. Ist klar, oder? Kommen wir auch zum nächsten Punkt, der Dash oder der Run. Wenn man den Control-Stick sofort in eine Richtung drückt, dann rennt der Charakter. Wenn ihr schnell von A nach B kommen wollt und den Gegner unter Druck setzen wollt, dann ist natürlich der Run bzw. Dash am besten dafür geeignet. Um den Gegner zu verwirren, könnt ihr auch Dash dancen. Also quasi tanzen mit dem Dash. Es kann dann so aussehen, es kann komplett bescheuert aussehen, so halt. Aber in den meisten Fällen sieht das so aus. Und dann kann man manchmal auch einen Dashback machen. Dashback ist einfach ein extra Dash nach hinten. Wisst ihr Bescheid? Dann gibt es Short-Hops und Full-Hops. Ein Short-Hop sieht so aus, indem man nur ganz, ganz leicht die Sprungtaste drückt. Ganz leicht. Kurz und leicht. Wie in Mario spielen. Das ist genau wie in Mario spielen. Das war jetzt ein Full-Hop, weil ich lang gedrückt habe. Lang und hart gedrückt habe, wenn ich den nur ganz leicht berühre, dann kommt ein Short-Hop raus. Es gibt auch Tap-Jump, das habe ich zum Beispiel. Da kann man auch springen, indem man den Control-Stick nach oben macht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Bei mir liegt das zum Beispiel besser. So, Snake, komm mal hier runter, denn jetzt kommen wir zu einem nächsten Begriff, nämlich Reverse Aerial Rush. Das ist ein Begriff, der sehr viele Leute verwirrt und wo ich auch immer gefragt werde, hey, ist es hier, was ist eigentlich Reverse Aerial Rush? Kurz auch bekannt als RAR. R-A-R. So, Reverse Aerial Rush ist einfach aus dem Sprint, aus dem Dash, aus dem Run, wie auch immer man es betiteln möchte. Ne, das ist hier der Dash, das ist der Sprint. Wissen wir. Umdrehen. Like this. Und während des Umdrehens springen. Und dann ein Aerial machen. Also alles jetzt kombiniert, sieht das so aus. Ich mach's gerne nochmal. Ja. Das sind Reverse Aerial Rushes. Ist auch besonders cool, um ja manchmal einen Kill zu bekommen, um die Gegner mit einer Back-Air zu überraschen, weil wenn ich mit dem Gesicht zum Gegner stehe, könnte ich ja theoretisch nur den Gegner mit einer Forward-Air oder mit einer Neutral-Air oder mit einer F-Tilt oder mit einer F-Smash oder sowas treffen oder meinetwegen auch mit einer Side-B oder mit einer Neutral-B. Aber dann drehe ich mich um und dann kommt auf einmal die Back-Air. Ist besonders gut für Kill-Confirms. Ja, like this. Und ja, auf jeden Fall was man meistern sollte. Ganz wichtige Technik im Competitive Play. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Waveland, das Wellenlanden. Was ist das eigentlich? Ihr erinnert euch sicherlich noch an Directional Air Dodge. Was war das nochmal? Das waren diese Geschichten hier. Genau, und wenn ich jetzt hier einen Full-Hop mache und dann Directional Air Dodge nur unten rechts oder unten vorne, dann mache ich Waveland. Besonders gut auf Plattform. Sieht so aus. Kann man auch on ground machen. Problem ist, on ground ist halt sehr laggy und useless. Wir sind nicht im Melee, wo es halt mega geil ist.
Jeder Charakter hat auch einen unterschiedlich guten Wavelength. Wir können uns jetzt mal Snake anschauen. Ja, der ist ein bisschen blöd, wie ihr sehen könnt. Der bringt fast gar nichts. Oh, ich mach... Ja, okay, man kann aber dann Double Jump machen. Double Jump und dann Wavelength. Also jeder Charakter ist da ein bisschen anders. Jeder Charakter tickt da ein bisschen anders. Aber Snake mit einem Full Hop kann es halt nur so machen. Aber bei ihm kann es halt Double Jump und dann eben halt den Wavelength machen. Dann ist es ganz okay. Aber jeder Charakter ist ja halt individuell. Ich kann euch eins sagen, die Ice Climbers haben den besten Wavelength. Ja, Fast Fall habe ich euch schon erklärt. Das schnelle Fallen im Apex des Jumps, wenn man nicht mehr in Höhe gewinnt, nach unten drücken. Das sieht so aus. Ohne Fast Fall Eingabe sieht das so aus. Mit Fast Fall so. Viel, viel besser. Man landet schneller, man macht mehr Druck. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Empty Hops. Was sind eigentlich Empty Hops? Übersetzen wir es mal wieder aus dem Englischen. Leere Sprünge. Wenn ich jetzt mit Chrom die ganze Zeit Forward Air mache, dann kann ich aber mal Empty Hops zwischendrin machen und mich einfach nur positionieren, mich auf den Gegner konzentrieren und dann im richtigen Moment Forward Air machen oder dann im richtigen Moment reingeben in Dash Grab. Das ist die Power der Empty Hops. Das ist sehr gut fürs Positionieren und sehr gut, um den Gegner zu beobachten und sich trotzdem noch zu bewegen und trotzdem noch diese Air Pressure aufrechtzuerhalten. Fall Speed, Leute. Guckt euch mal Snake an. Der braucht ewig, bis er wieder den Boden berührt, oder? Klar, ich kann jetzt einen Fast Fall Input machen, dann geht das ein bisschen schneller, wie ihr hier seht. Aber von Natur aus bleibt er sehr lange in Luft. Schauen wir uns mal Chrom an. Der fällt ziemlich schnell. Chrom ist auch ein Fastfaller, weil dieser Charakter sehr viel Fallspeed hat. Je mehr Fallspeed ein Charakter hat, desto schneller berührt er wieder den Boden. Typische Anwärter dafür sind Roy, Fox, Chrom und noch ein paar andere mehr. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten. Also Fallspeed ist quasi Fallgeschwindigkeit. Fallgeschwindigkeit hoch, Charakter berührt schneller den Boden. Ist halt cool, weil man dann schneller wieder die Kombos resetten kann. Ich berühre schnell den Boden und habe wieder meine Sprünge wieder. Aber wenn ihr den Boden berührt, dann resetten sich ja die Jumps. Bedeutet, ihr habt wieder beide Sprünge. Aber ein großer negativer Punkt ist eben halt, dadurch, dass die immer wieder sehr schnell nach unten fallen, werden Fast Fall auch in der Regel besser vom Gegner gecombot. Kommen wir zum nächsten Punkt, Air Mobility. Air Mobility gibt an, wie schnell sich ein Charakter in Luft horizontal bewegen kann. Bei Chrom ist die Air Mobility ziemlich hoch, wie ihr sehen könnt. Ich komme schnell von A nach B horizontal in Luft. Bei Snake ist die Air Mobility um einiges schlechter, wie man hier sehen kann. Eine richtig krasse Air Mobility hat Yoshi, nämlich die beste im Spiel, und Pummeluff auch. Pummeluff und Yoshi haben eine richtig krasse Air Mobility. Die gibt quasi an, wie schnell sich ein Charakter horizontal in Luft bewegt. Bendorf und Simon sind zum Beispiel Steine in Luft. Die kommen kaum nach vorne, wenn ihr nach vorne drückt. Oder Luigi. Das gibt halt Air Mobility an. Crouch. Einfach ducken. Wenn ich on ground nach unten drücke, dann ducke ich mich. Snake hat zum Beispiel einen absolut insane Crouch. Bei Chrom ist auch ganz gut. Das ist besonders gut, um die Hitbox eben halt zu shiften. Sprich, ich wäre dadurch kleiner und dadurch auch schwerer zu treffen, weil ich mich ducke. Guck mal, Chrom wird quasi, wenn er croucht, nur halb so groß. Chrom normal, Chrom gecroucht, halb so groß wie normal. Somit gut, um auszuweichen und eben halt seine Hurtbox zu verkleinern. Jetzt passt auf, es gibt auch Leute, die haben einen Crawl, die können kriechen. Wie Fit-Trainer, Snake, Wario und viele, viele mehr. Während die in der Crouch-Animation sind, können die sich dann bewegen. Ist langsamer als ein Walk, aber man hat halt diese geschiftete Hurtbox. Bei Snake ist es halt richtig insane und kann sich noch bewegen. Das kann man dann nutzen, zum Beispiel, um auch Projektieren ausweichen, wie zum Beispiel Wolf's Laser, kann man einfach dann runterherkriechen und dann auch angreifen.
außen Crawl. Und das ist ziemlich cool. Chrome zum Beispiel hat keinen Crawl. Drücke ich hier nach rechts oder links, passiert nichts. Kommt zum nächsten Punkt, T-Bag. T-Bag ist quasi eine toxische Art zu taunten. Sieht dann so aus. Einfach ganz schnell immer wieder crouchen. Das nennt man T-Baggen, warum auch immer. Teetasche. Was hat das mit einer Teetasche zu tun? Also die Begriffe können teilweise echt komisch sein. Aber meistens sind sie das nicht. Bei Snake sieht das so aus. Noch bescheuerter. Ja, also wenn ihr euch zu Affen machen wollt, dann T-Baggt. Kommt oft sehr toxisch rüber. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, das waren eigentlich alle Mechanics. Jetzt kommt aber noch ein Special Case und dazu muss ich die Charakter wieder switchen. So Leute, Piranha Pflanze ist der einzige Charakter im Spiel, der einen Crouch Attack hat. Wenn man nicht ein Footstool macht, was ein Footstool ist, werde ich noch im Laufe des Videos drauf zu sprechen kommen. Keine Angst. Dann, ja, dann schnappst du sie zu. Passt mal auf. Oh, warum nicht? Mario! Da! Zugeschnappt. Das nennt sich Crouch Attack. Nur Piranha Pflanze hat das. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Kategorie Nummer 3. Gameplay Mechanics. Allgemeine Sachen über Spiel. Prozente. Da unten bei den Charakteren seht ihr Prozente. Und diese Prozente geben quasi an, wie weit ein Charakter fliegt. Sie zeigen, wie viel Schaden ein Charakter genommen hat. Und je höher die Prozente sind, desto schneller fliegt man raus. Dafür sind die Prozente. Und naja, bei Low-Prozenten kann man besser kommen und bei höheren Prozenten kann man eben halt den Gegner relativ einfach finishen. Egal, ob Smash-Angriffe sind oder andere Moves. Hier soll zum Beispiel auch die Back-Air killen. Ja. Wisst ihr Bescheid? Prozente. Andere Fighting-Games haben Energieleisten, Smash hat Prozente. Knockback. Knockback ist quasi der Rückstoß. Wieder voll leicht übersetzt aus dem Englischen. Smashes haben mehr Knockback als Tilts oder Jabs zum Beispiel. Das war F-Smash. Der Gegner ist schon bei 0% viel weiter weggeflogen. Down-Tilt hat wenig Knockback. Das ist quasi der Rückstoß. Je mehr Prozente man hat, desto mehr Knockback erhält man auch. Dann gibt es Knockback Growth. Es gibt bestimmte Moves, die haben mehr Knockback Growth. Zum Beispiel Nestime Backthrow. Nestime Backthrow bei 0% schleudert den Gegner überhaupt nicht weg. Überhaupt nicht. Und dann schaut man sich Nestime Forward Throw an. Bei 0% fliegt der Gegner schon relativ weit weg. Schauen wir uns 100% an bei Ness. Hat der Gegner 100% und man grabbt einen mit Ness an der Kante und macht Backthrow, ist der Gegner schon meistens tot. Weil der Backthrow so extrem viel Knockback Growth hat. Der Forward Throw hingegen hat sehr viel Base Knockback. Base Knockback bedeutet, so viel Knockback hat der Move immer, egal bei welchem Prozentbereich. Deswegen schleudert der Forward Throw von Ness den Gegner auch relativ weit weg bei 0%. Knockback Growth ist aber so gering, dass er nicht mal bei 200% killt, der Forward Throw von Ness. Das ist der Unterschied. Wisst ihr Bescheid? Man spricht vor einem K.O., wenn einer keine Stocks mehr hat. Stocks sind die Icons, die normalerweise im richtigen Spiel angezeigt werden. Das sind diese kleinen, süßen Icons bei den Charakterbildern. Und wenn einer keine Leben, keine Stocks mehr hat, dann ist man K.O. und hat verloren. Ja, kommen wir auch zum nächsten Thema, nämlich Stocks. Habe ich jetzt schon angerissen, das sind diese Icons und im Grunde genommen sind Stocks Leben. Ich weiß nicht, warum die Stocks heißen. It is how it is. So, Recovery, das ist die Rettung. Egal, wie die Rettung funktioniert, bei Diddy Kong zum Beispiel ist es relativ vielseitig. Man kann Zeitflieh benutzen, man hat die Double Jumps, man hat die Abi, man hat Wall Jumps. Auf jeden Fall Recovery, Rettung. Das Zurückkommen auf die Stage. So Leute, jetzt kommen wir zum anderen Thema, nämlich Parry. Lass ich den Schild los. Bevor mich ein Move hittet, dann wird ein Parry ausgelöst, wer hier seht. Muss man halt sehr gut timen. Und dann kriege ich einen Frame-Vorteil über meinen Gegner. Und
Der Schild nimmt keinen Schaden. Absolut keinen Schaden. Lasse ich allerdings zu früh los, werde ich gejabbt. Ist klar, ne? Kann auch sehr risky sein, so ein Parry. Aber sehr rewarding, wenn es dann funktioniert. So, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Aspekt in Competitive Play, nämlich B-Reverse. B umdrehen. Das Englische sagt schon wieder alles, sagt im Grunde genommen, was es ist. Und zwar, ich habe New to B gemacht und dann die andere Richtung eingegeben. In dem Moment gucke ich zum Beispiel nach links, gebe Richtungseingabe nach rechts ein und dann drehe ich mich um. Ach, das ist so doof. Wenn ich das in der Kamera halte, kann ich das nicht. Seht ihr das? Dann kann ich das nicht. Nee, ich kann das nicht. Ihr müsst halt... Da, jetzt hat es funktioniert. B und in die andere Richtung. Mann, das ist voll schwer, wenn man so eine Kamera hält. Egal. Das ist besonders gut, weil man extra Momente bekommt. Seht ihr das? Ich kann meinen Landings mixen. Und ich kann den Gegner damit überraschen. Das ist ziemlich gut fürs Movement, wie ich finde. Und es gibt natürlich auch Down-B-Reverse. Das hat nicht jeder. Muss man halt gucken. Bei manchen Charakteren geht auch nicht ein Mute-B-Reverse. Es gibt Chars, wo es nicht geht. Es gibt Chars, wo es geht. Mit manchen geht es besser, mit manchen geht es schlechter. Diddy Kong zum Beispiel ein Beispiel, wo es insane ist. Deswegen habe ich den auch ausgewählt. Und naja. Wisst ihr Bescheid. Ja. Das ist B-Reverse. OOS, auch bekannt als Out of Shield. Out of Shield Options. Als Game & Watch ja der beste Charakter spielt's drin. Out of Shield, was kann man Out of Shield machen? Man kann Out of Shield springen. Weil dann kennst du meinen Shield Drop. Man kann Out of Shield Upsmash machen. Kennst du meinen Shield Drop. Oder man kann Out of Shield Up B machen. Juhu! Game & Watch. Da ist Game & Watch richtig gut drin. Ist ja auch egal, geht ja nicht um Game & Watch. Auf jeden Fall, das sind die typischen Art of Shield Options, die meisten Charaktere haben. Variieren natürlich pro Charakter, aber das ist sowas Typische. Weil so umgeht man den Shield Drop. Wenn ich den Shield loslasse, Shield Drop heißt Shield loslassen, dann habe ich ein bisschen Lag. Guck, der Jab kommt nicht sofort. Ich habe erstmal ein bisschen Lag. Das ist der Shield Drop. Wenn ich auch AP mache, das kommt instant raus. Man skippt den Shield Drop. Das war Upsmash. Und bei Jump genauso. Was auch wiederum heißt, dass viele Charaktere Out of Shield näher machen können. Weil näher ist meistens die schnellste Option in Luft. Und das ist dann auch sehr, sehr gut. Ja, Diddy Kong ist halt zu klein, ansonsten würde er hier von der Rising Neutral getroffen werden. Muss man halt gucken. Ist bei jedem Char natürlich individuell. Ihr könnt auch gerne die App Ultimate Frame Data runterladen. Wenn ihr dann nach ganz unten scrollt bei jedem Charakter, dann stehen da auch die besten Out-of-Shield-Options für jeden einzelnen Charakter. Guckt einfach bei euren Charakter und schaut, was für Optionen ihr habt. Ach, und natürlich könnt ihr auch Spot Dodge machen. Spot Dodge Out of Shield ist natürlich auch eine gute Option. Klar. So wird ein Spot Dodge auch erst gemacht, ist ja klar. Ohne Shield kein Spot Dodge. Und so cancelt man natürlich auch den Shield Drop Lag. Wenn man dann auf der Stelle ausweichen möchte, ist das halt auch eine sehr gute Option. So, kommen wir jetzt zum anderen Thema, nämlich Jump Squad. Jump Squad sind die ersten drei Frames, bis ein Charakter überhaupt vom Boden in die Luft geht. In Super Smash Bros. Ultimate hat jeder Charakter einen gleichen Jump Squad. In Smash 4 war es zum Beispiel anders, hatte Ganondorf den schlechtesten Jump Squad. Er hat viel länger gebraucht, bis er in Luft ist, aber hier haben sie es dann vereinheitlicht. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, anderes Thema, Wall Jump. Das hier so gut geht bei der Stage? Ja. Wenn ihr eine Wand berührt und dann in die entgegengesetzte Richtung drückt, also in unserem Fall nach rechts. Warte, ich mach das mal lieber links, dann kann man es besser sehen. Da muss ich jetzt nach links drücken, wenn ich die Wand berühre. Und dann mache ich einen Wall Jump. Nicht jeder Charakter hat einen Wall Jump. Kommen wir zum anderen Thema. Oh, ich glaube, es geht hier gar nicht. Bei der Stage. Es geht hier nicht. Oh nein. Ich wechsle kurz die Stage. So, auf der Stage geht es besser. Und zwar handelt es sich um Wall Cling. An die Mauer haften. Heißt das quasi. Geht nicht unendlich lang, wie ihr seht. Irgendwann lässt er los, aber dann kann man hier halt ein bisschen hängen bleiben und chillen. Es gibt Charaktere, die haben keinen Walljump, aber einen Wallkling. Wie Bayonetta zum Beispiel. Oder Lucario. DI. DI. Directional
Influence. Quasi die direkte Beeinflussung vom Spieler selbst. Wenn ich jetzt getroffen werde von Mr. Game & Watch, F-Smash zum Beispiel, schleudert uns like this weg in diesen Winkel. Ne, in diesen Winkel würde uns das wegschleudern, der F-Smash. Like this. Dann müsste ich entgegengesetzt die ein, like this, um länger zu überleben. Beispiel. So, was habe ich noch? So die Eid, wie ich es euch gezeigt habe. Und ich bin deswegen nicht ganz weit weggeflogen. Da bin ich nicht die Eier, dann fliege ich viel weiter weg. Ja klar, jetzt sind die Prozente auch höher, ist mir schon klar. Aber seht ihr, fliege ich viel weiter weg. Und wenn ich jetzt wieder die Eier... Okay, das war jetzt F-Tilt. Jeder Move hat natürlich auch einen anderen Flugwinkel. Also ihr müsst jeden Move kennen, und damit ihr halt perfekt die Eien könnt. Manche Leute fragen mich dann immer... Sisi, wie lernt man eigentlich die ein? Lernt einfach Spiel, spielt viel, versteht die Moves und dann wisst ihr auch irgendwann, wie ihr die ein müsst. Ihr müsst nur den Flugwinkel kennen. Wenn der Move zum Beispiel jetzt straight nach oben schleudert, dann würde ich einfach wegdrücken. Ne, dann würde ich gerade wegdrücken, like this. Versteht ihr? Like this. Wenn ein Move komplett nach rechts schleudert, dann würde ich komplett nach links die ein, um länger zu überleben. Das ist quasi die ein. Den Einfluss, den der Spieler, die Spielerin selber ausübt, um länger zu überleben, mit anderen Worten. Und dann gibt es auch noch SDI. SDI ist halt Smash DI, wenn man das gleich macht, nur mit schnellen kleinen Smash-Inputs. Ist besonders gut, um aus Multi-Hit-Moves rauszukommen. Ich werde jetzt Game & Watch gleich jabben lassen und Smash die ein werde ich so. Weil dann werde ich aus dem Jab rausfallen. Pass mal auf. Ja, oder auch nicht. Wartet. Ich bin eben einmal kurz rausgefallen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich muss einfach weiter Arm mashen. Ja, jetzt bin ich rausgefallen. Das ist halt SDI. Rausgefallen. Und dann könnte man den punishen. Das ist nicht mehr so stark, wie es mal in Smash 4 war. Bei Smash 4 musste man es halt in- und auswendig können für Bayonetta, um aus diese Kombos zu escapen. Und hier wurde es genervt. Aber es funktioniert immer noch, wie ihr gesehen habt. Wenn man es richtig macht. Kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich Tag. Was ist eigentlich ein Tag? Ich genug Prozent habe, dann bin ich irgendwann in so eine Spin-Animation, da war die Spin-Animation, und dann kann ich einfach Schild drücken, bevor ich den Boden oder die Wand berühre, und stehe ich ohne Lag wieder auf. Mache ich das nicht, dann bin ich sehr eingeschränkt. Bleibe hier am Boden, kann nur Get Up Attack machen, Roll Back oder Roll Forward. Also Roll nach vorne oder Roll nach hinten. Mehr Optionen habe ich nicht. Wenn ich tacke, kann ich allerdings auch eine Tag-Roll machen. Einfach tacken und dann Richtungseingabe nach vorne oder auch nach hinten. Sieht dann so aus. Wenn ich keine Richtungseingabe mache, dann stehe ich on ground sofort auf. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Wenn ich gegen eine Wand geboxt werde, kann ich das auch tappen. Das kann man am besten mit Snake demonstrieren. Deswegen wechseln wir mal kurz die Charts. So Leute, ich zeige euch jetzt, wie es geht mit dem Tappen. Im Grunde geht das genauso. Kurz bevor man die Wand berührt, einfach Schild drücken. Da war der Tag. Da war der Tag. Da war der Tag. Irgendwo ist das Knockback allerdings so groß, dass man es nicht mehr taggen kann. Hier müsste das schon der Fall sein. Na gut. Habe ich so verkackt. Auf jeden Fall, wenn ihr zu viel Knockback nehmt und dann die Wand berührt, dann kann man das irgendwann nicht mehr taggen und dann seid ihr tot. Das ist auch geändert worden in Ultimate Dance zum Beispiel, war das nicht so. By the way, diese Spin-Animation, ne? Das nennt man Tumble. Wenn die Gegner so in Luft so drehen. Sie Tumble in mich. Hitstun. Hitstun ist quasi Hitlähmung. Das kann man auch wieder so super schön übersetzen. Wenn ein Move so stark ist, dass man sich, wenn man getroffen wurde, sehr lange nicht bewegen kann. Ich drücke jetzt ganz schnell Jump und wann Jump fällt erst jetzt, weil der Hitstun von diesem Move so groß war. Wenn ich jetzt mit Snake jabbe, dann seht ihr, dass der Hitstun vom Jab sehr, sehr klein ist. Da ich... Ja gut, machen wir mal Up-Tilt lieber.
Seht ihr? Ich kann viel schneller mich wieder bewegen und viel schneller wieder springen. Der Hitzdump von Uptilt von Snake ist kleiner als vor F-Smash. Logischerweise. So natürlich auch beim F-Tilt. Auch da ist der Hitzdump geringer. Elektro-Moves wie zum Beispiel Pikachu, Donner, Forward Air, Donnershock, Pikmin, Gelb und so weiter und so fort. Generell, Elektro-Moves haben mehr Hitstun. Das ist einfach so. Könnt ihr euch auch merken. Und je stärker ein Move ist, desto mehr Hitstun hat er logischerweise auch. Ja, Footstool. Wenn ich einfach auf den Gegner springe, dann nennt man das einen Footstool. Ihr müsst über den Gegner sein und dann die Jump-Taste drücken. So sieht das aus. Wenn der Gegner in Luft ist, dann könnt ihr den natürlich auch Footstoolen. Einen Moment. Dann fliegt er zu Boden. Allerdings kann man Footstools in dem Spiel auch taggen. Aber das geht ja richtig doof mit Snake. Warte mal. Ja. Die könnte man jetzt hier taggen in dem Spiel. Hier sind Footstools taggbar. Es gibt auch Phantom Footstools. Wenn jetzt Snake jetzt zum Beispiel Uptilt macht und ich kurz darüber bin, dann war das hier ein Phantom Footstool. Wenn der Gegner irgendwas macht oder im Endlag vom Move ist und ihr dann Footstool macht, dann drückt ihr den Gegner nicht runter, aber ihr kriegt trotzdem einen Jump und das nennt man Phantom Footstool. Und Offstage könnte ziemlich witzig sein, indem ihr den Gegner einfach Footstoolt. Ja, so kann man nämlich auch einige Kills bekommen. Gerade Yoshi und Pummel sind sehr anfällig für Footstools. Nur damit ihr Bescheid wisst. Treffen beide Spieler gleichzeitig, dann spricht man von einem Trade. Wenn Captain Falcon jetzt hier Falcon Punch macht und ich jabbe, dann ist das ein schlechter Trade, ein schlechter Handel. Kann man wieder einfach übersetzen aus dem Englischen. Für Snake. Ja gut, sehr schwer zu timen. Also, man spricht nur vom Trade, wenn beide Charaktere getroffen werden. Das ist halt sehr schwer hier mit diesen Charakteren. Da war es zum Beispiel ein Trade. Ich habe 30% bekommen mit Snake und Captain Falcon hat 3% bekommen. Das war ein extrem schlechter Trade für Snake. Nächster Punkt, Foxtrot. Foxtrot ist, wenn man nur immer den ersten Schritt nach vorne macht. Und das die ganze Zeit hintereinander. Das sieht dann so aus. Das ist Foxtrotting. Kommen wir nun zu den Jab-Begriffen. Es gibt den Gentleman-Jab und den Rapid-Jab. Den Gentleman-Jab führt man aus, indem man einfach A gedrückt hält. Nicht jeder hat einen Gentleman-Jab. Manche haben nur einen Rapid-Jab, manche haben nur einen Gentleman. Es variiert. Captain Falcon hat beides. Ich halte A gedrückt und dann kommt der Gentleman raus, wie ihr hier sehen könnt. Wenn ich A aber mashe, kommt der Rapid-Jab. Ganz anderer Move dann. Rage, Leute. Der Zorn, die Wut. Rage ist quasi die Comeback-Mechanik in Smash. Je mehr Prozent man hat, desto mehr Knockback verursacht man auch. Ich spreche immer von drei Rage-Stufen. 0 bis 50, Mini-Rage. 51 bis 100, Rage. 101 bis unendlich, Super Rage. Je höher die Prozente sind, desto mehr Knockback verursacht man. Also wenn Captain Falcon mich jetzt hätten würde, der hat dann Super Rage. Yep, der macht um einiges mehr Knockback. So, Hitbox. Eine Hitbox ist quasi ein Bereich, der angibt, wo man einen Gegner treffen kann. Bei Snake ist zum Beispiel mal F-Tilt das Knie. Trifft das Knie den Gegner, dann habe ich ihn erwischt. Weil die Hitbox den Gegner getroffen hat. Die Hurtbox des Gegners. Hurtbox ist quasi der Bereich, wo man getroffen werden kann. Und Hitbox ist der Bereich, wo die einzelnen Moves treffen. Bei F-Tilt von Snake das Knie. Dann gibt es allerdings auch noch Disjointed Hitboxen. Bei Snake ist zum Beispiel der F-Smash. Das sind Hitboxen, die nicht zum Teil des Körpers gehören. Klassische Disjoints sind zum Beispiel Ness, die Psi-Angriffe oder
Ja, einfach Swords. Wenn du jetzt so einen Schwertkämpfer anschaust, gehört das Schwert zum Körper von Marv? Nein, natürlich nicht. Deswegen ist es eine Disjointed Hitbox. Die gehört nicht zum Körper und kann damit natürlich auch alle Moves besiegen. Es kommt nicht zu einem Trade, wenn ihr mit einem Schwert den Gegner berührt. Wenn Captain Falcon jetzt hier jabbt und ich hau mit einem Schwert Captain Falcon, dann nehme ich natürlich keinen Hit, weil das Schwert Captain Falcon getroffen hat und nicht die Hurtbox von Marv. Versteht ihr, was ich meine? Ist ganz wichtig. Weiterer Disjoint von Snake ist natürlich der Upsmash. Wird ein Projektil abgeschossen. Und ja, gehört nicht zum Körper von Snake. Wisst ihr Bescheid? Ja, Windbox. Eine Windbox ist quasi ein Move, der einen Gegner anzieht. Macht keinen Schaden, zieht an oder schleudert weg. Lustigerweise gibt es auch komische Windboxen oder Secret-Windboxen, wie zum Beispiel bei Toon Link's Down Air. Denkt man gar nicht, dass es eine Windbox hat, aber ihr seht, wie DD weggeweht wurde. Das ist eine Windbox, die weht den Gegner weg. Like this. Und DD hat eine Windbox, die den Gegner immer zu sich zieht. Es gibt diese zwei Arten davon. So, jetzt kommen wir zu den ganzen verschiedenen Lag-Sachen. Bis auf den typischen Wi-Fi-Lag gibt es drei Major-Arten von Lags, nämlich Startup-Lag, der angibt, wie lange ein Move braucht, bis er dann letzten Endes rauskommt. Ihr seht schon, der Startup-Lag vom F-Smash von DD ist sehr, sehr hoch. Dafür ist der Ending-Lag relativ gering für DD-Verhältnisse. Ending-Lag sagt einfach, wenn der Move zu Ende ist, dann habe ich ein bisschen Lag, bis ich mich wieder bewegen kann. Ich drücke jetzt so schnell wie möglich Jab und jetzt kommt der Jab, weil der Ending-Lag dazwischen ist. Und dann gibt es noch Landing-Lag. Wenn ich jetzt hier in den Aerial lande, dann habe ich Landing-Lag oder generell lande. Ich habe kurz Landing-Lag. Also beim Landen-Lag. Frame. Ein Frame gibt an, wie schnell ein Move rauskommt. Bei Little Mac ist zum Beispiel die AB Frame 3. Das bedeutet, das Spiel hier läuft auf 60 FPS und ein 1/20 einer Sekunde braucht Little Mac nur, um die AB eben mal zum Laufen zu bekommen. Ist sehr, sehr schnell. Little Macs Jab ist Frame 1. Ist sofort da. Aber dann gibt es natürlich auch Moves, die etwas laggiger sind. Ja, zum Beispiel DDD Stash Tag. Frame 26. 26 Frame Startup Lag, Leute. Das ist nicht so schnell. Berry. Quasi Moves, die einen in den Grund und Boden stampfen. Das sind Berries. Bei V4-Trainer ist der Jab. Der dritte Jab, um genau zu sein. Guck, dann ist der Gegner in den Boden gestampft. Das ist ein Berry. Bei Rob ist es der Downthrow. Gegner sind in den Grund und Boden gestampft. Während des Berries kann man einfach mashen, Control-Stick drehen oder ganz schnell verschiedene Knöpfe drücken, um da schneller rauszukommen. Je höher die Prozente sind, desto schwerer ist es natürlich, aus einem Berry rauszukommen. So, Multi-Hits. Was der Name schon sagt, viele Hits, viele Treffer. Bei Wii Fit sind es die Ringe. Das ist ein Move, der immer wieder Hitboxen raushaut, deswegen Multi-Hit. Und bei Rob ist es natürlich die Up-Air. Ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Multi-Hit-Move, Leute. Ganz einfach. Super Armor bzw. Super Rüstung ist ein Move, der eine Rüstung hat bzw. Moves wegstecken kann, bis diese Rüstung gebrochen ist. Bei Little Mac 8,5% Super Armor auf ein New Chibi. Sprich, wenn Yoshi jetzt einen Move macht, der weniger als 8,5% macht, dann kann ich das einfach ignorieren mit Little Mac. Zack. Yoshi jabbt, es reicht nicht aus und ich armor einfach durch. Das ist Super Armor. Yoshi ist der einzige Charakter im Spiel, der eine Heavy Armor hat. Das ist genauso wie Super Armor, nur beim zweiten Sprung. Wenn Yoshi einen zweiten Sprung benutzt, wird die Heavy Armor aktiviert und auch damit kann er einige Hits wegtanken. Ja, kommen wir nun zum nächsten. Tough Guy. Das ist ein Begriff nur für Bowser, denn Bowser ist wieder so ein bisschen Special Case. Der hat eine extra Armor, nämlich wenn ich jetzt hier schwache Moves mache, wie zum Beispiel Rapid Jab von Simon, habt ihr es gesehen?
Ich ignoriere das einfach und ich arme einfach durch. Bam. Ist das nicht krass? Das nennt sich Tough Guy. Das hat nur Bowser. Rapid Jabs, Schwachhits interessieren ihn nicht. Er kann einfach durchpowern. Freefall, Leute. Freefall, freier Fall übersetzt. Wenn die Charaktere blinken und man nichts mehr machen kann. Ich kann jetzt nichts machen. Ich drücke A, ich drücke R-Dodge, ich drücke B. Ich kann nichts machen. Ich bin Freefall. Ich bin tot. Das ist Freefall. Bei Simon ebenso. Ich kann im Freefall nur noch meine Spielfigur ein bisschen bewegen. Guck, ich kann nach rechts und links steuern, ich kann fast fallen. Ja, das ist Freefall. Weil meisten, beziehungsweise nach den meisten Abis hat man Freefall. Dann sind die Charaktere in so einer Fallanimation und blinken meistens. Mashen. Ich bin ja nicht umsonst eine Mash-Göttin. Wenn ich geburried wurde, geshipwrecked wurde oder auch gegrabt werde, dann kann ich mashen. Guck, Bowser grabt mich jetzt. Einen Moment. Zack. Ich mashe und komme sofort raus. Wie masht man? Es gibt zwei Arten von Mashing. Ich empfehle den Control-Stick. Den dreht man einfach wie ein guter alter Mario Party 1 Manier. Also, sieht dann wie folgt aus. Einfach extrem schnell mashen. Einfach den Control-Stick rotieren. Ich lege mir den immer aufs Knie. Dann nehme ich die Handinnenfläche, das ist dieser Teil. Weil hier ist so eine schöne kleine Kuhle, wie ihr seht. Da lege ich dann den Control-Stick. Also die Hand lege ich dann auf den Control-Stick und der Controller liegt hier auf meinem Knie. Und dann drehe ich wie eine Weltmeisterin. So mash ich. Was man auch machen kann, ist verschiedene Knöpfe drücken. Keep in mind, ihr dürft nicht alle Tasten gleichzeitig drücken. Wenn ihr verschiedene Knöpfe drückt, dann müsst ihr es so machen. A, B, X, zack, 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 immer abwechseln. Das ist nicht so mein Style. Aber das kann man auch machen. Das ist die andere Art von Mashen. Entweder Control-Stick drehen oder abwechselnd verschiedene Knöpfe drücken. Wenn ihr nur ganz schnell A drückt, bringt es nichts. Dann ist es so, als hättet ihr nur einmal A gedrückt. Wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr A und R gleichzeitig drückt zum Beispiel, oder A und X gleichzeitig drückt, bringt es auch nichts. Ihr müsst abwechselnd drücken. Deswegen finde ich das ein bisschen suboptimal fürs Mashing. Das einfache Drehen des Control-Sticks ist da schon ein bisschen simpler und angenehmer. Sweet Spot und Sour Spot. Süßer Bereich und saurer Bereich. Oh mein Gott, wenn man es übersetzt, das klingt so dämlich. Naja, auf jeden Fall meint es, manche Moves haben spezielle Bereiche, wo sie stärker sind. Da spricht man von einem Sweet Spot. Bei Simon ist es die Spitze der Kette. Trifft man nicht mit der Spitze der Kette, so ist der Move um einiges schwächer. Seht ihr das? Das gleiche auch bei Forward Air und Back Air. Ja, da ist es auch so. Sweet Spot bei Spitze. Sour Spot direkt vorne. Bei Up Air übrigens auch. Guck, das war der Sour Spot. Projektile. Projektile sind Moves, die eben halt abgeschossen werden können. Quasi Geschosse. Samus Charge Beam, hier mein Cross, meine Axt, das sind alles Projektile. Nicht verwechseln mit Items. Items ist zum Beispiel das Holy Water. Das ist ein Item. Das kann ich fangen, das kann ich benutzen, das kann ich Z-droppen, das kann ich nach vorne werfen, das kann ich zu Boden werfen, etc. Items kann jeder Spieler, jede Spielerin benutzen. Es ist einfach so. Diddy ist Banane. Okay, Diddy Kong macht die Banane, aber jeder kann die Banane nutzen. Rob macht den Gyro, den Kreisel. Jeder kann den Kreisel benutzen. Mega Man wirft das Metal Blade. Jeder kann das Metal Blade fangen. Jeder kann das Metal Blade benutzen. Das sind Items. Wisst ihr Bescheid? Jetzt habe ich zum Beispiel das Holy Water gefangen. Kann es auf den Gegner werfen. Das hat jetzt nicht so geil geklappt, aber hey. Das sind Items. Items sind quasi Projektile, die jeder benutzen kann, die man fangen kann, womit man interagieren kann. Die auch liegen bleiben können, wie zum Beispiel die Banane, das Metal Blade, der Gyro. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Z-Catch, Leute. Man kann Items fangen, ohne ein Aerial zu machen. Man macht einfach Z in die Luft oder halt, wo ihr auch immer mit greift und dann könnt ihr das Item ohne Lag fangen. Das nennt man Z-Catch. Und man kann auch in der Luft das Item fallen lassen, indem man die Grab-Taste drückt. Das nennt man Z-Drop.
kann man den Gegner wunderschön mit überraschen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Spike. Spikes sind immer sehr hype. Spikes sind Moves, die den Gegner unten drücken. Yep, da habt ihr das gesehen. Manche Leute haben keine Ahnung von Smash und diese Leute dürft ihr offiziell von mir auslachen. Und diese Leute sagen Meteor Smash, Meteor Smash. Das ist kompletter Bullshit, weil jeder Spike in Luft ausgeführt wird. Kann man einen Luft-Smash-Angriff erlauben? Nein, außer man ist Min-Min. Wobei, aufladen kann sie Smash-Angriff auch nicht. Kann nur Smash-Angriff benutzen in Luft. Tja. Deswegen, das ist so ein komischer Begriff. Spikes, Leute, heißen die. Und nicht Meteor-Smashes. So ein ganz dober Begriff, der gerne von deutschen Smasher und Smasherinnen benutzt wird. Also Spike ist wirklich ein Move, der den Gegner nach unten drückt. Es gibt Spikes, die sind extrem stark. Es gibt Spikes, die sind weniger stark. Starke Spikes, zum Beispiel Ganondorf Down Air. Schwache Spikes, Little Mac Down Air. Ja, Little Mac Down Air kann spiken bei 150%. Da drückt es schon ein bisschen nach unten. Bei Ganondorf ist es meistens schon Game Over bei 38%. Also die Spike-Stärke variiert auch von Charakter zu Charakter. Teleports. Zelda, Palutena und Mewtwo haben Teleports. Man kann einen Teleport oder Warp in alle Richtungen machen. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links oder auch auf der Stelle. Das wissen nämlich viele nicht, das geht auch. Man kann es natürlich auch Warp canceln, indem man Plattformkante oder generell Stagekante berührt. Sieht dann so aus, komplett ohne Lag. Ziemlich stylisch, mega geil. Muss man natürlich ein bisschen perfektionieren. Das kann jeder, auch Zelda und Mewtwo. Mit Palutena ist am einfachsten. Und ja, das sind basically Teleports. Charge. Charge ist generell, wenn man was auflädt. In Smash oder zum Beispiel auch bei Donkey Kong. Donkey Kong Mewtwo B. Da macht Donkey Kong. Und dann ist es einfach aufgeladen. Und dann leuchtet er kurz. Und er guckt auch grimmig. Dann ist es gecharged. Das wäre eine charged Mewtwo B. Eine aufgeladene Mewtwo B. Charge heißt einfach aufladen oder Aufladung. So, dann gibt es den Begriff Meter. Meter ist quasi eine Anzeige, die irgendwas anzeigt. Bei Joker ist zum Beispiel das Ascend-Meter. Bei Inkling gibt der Meter an, wie viel Farbe der Inkling noch hat. Bei Joker ist so, wenn Meter irgendwann voll ist, dann kommt Ascend zum Vorschein. Dann wenn ich jetzt hier mal Schaden hochmache, zack, Ascend ist sofort da. Ja, mit Ascend bin ich halt viel, viel stärker. Ja, das sind Meter. Nicht jeder Charakter hat einen Meter, aber manche haben das. Die geben als Zusatzinformationen für den spezifischen Charakter. Buffer bzw. Buffering. Sowas wie Smash Bros. Ultimate hat einen 10-Frame-Buffer. Das heißt, wenn ich jetzt hier F-Smash mache und dann so schnell nach der F-Smash versuche, einen Uptilt zu machen, dann kann ich das 10 Frames buffern. Guck mal, ich weiß jetzt der F-Smash zu Ende, dann kann ich schon die Eingabe machen, 10 Frames bevor der Smash zu Ende ist, für den Uptilt. Oder ich drücke einfach die ganze Zeit Uptilt. Das geht natürlich auch. Dann wird es so schnell wie möglich ausgeführt. Das nennt man Buffering. Staling. Jetzt kommt ein interessantes Thema, Leute. In Super Smash Bros. Ultimate ist so, wenn man Moves immer wieder benutzt. Ich mache jetzt nur Neutral Air. Neutral Air, Neutral Air, Neutral Air. Und dann mache ich wieder Neutral Air. Und nochmal Neutral Air. Und nochmal Neutral Air. Im Trainingsmodus gibt es, by the way, kein Staling. Dann wird der Move immer schwächer. Was soll das denn bringen? Das soll einfach Spam verhindern. Ja, wenn ich das Video die ganze Zeit nur spamme, dann wird der Move immer schwächer. Macht weniger Schaden, weniger Knockback. Allerdings, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Kartenstapel. Habe ich hier irgendwelche Karteikarten? Ja, habe ich. Und dieser Stapel besteht aus 9 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Ich benutze jetzt Mewtwo B. Dann wird die Mewtwo B nach unten gepackt. Der Kartenstapel kann immer nur aus 9 Karten bestehen. Dann benutze ich wieder Mewtwo B. Jetzt habe ich schon in diesem 9er-Slot 2-mal Mewtwo B drin. Und dann benutze ich nochmal Mewtwo B. 3-mal Mewtwo B. Der Move wird immer schwächer
macht immer weniger Knockback. Jetzt mache ich mal einmal Jab. Jetzt in den Kartenstapeln Jab drinne. Dann mache ich wieder New to B. Dann mache ich wieder... Nee, dann mache ich mal F-Smash. Dann mache ich wieder New to B. Und irgendwann sind wir bei 9 angelangt. Was passiert, wenn wir 9 Moves benutzt haben? Dann fliegt der erste Move, den wir benutzt haben, in unserem Fall New to B, aus diesem 9er Slot raus. Und das ist Tailing. Je mehr Moves in diesem 9er Kartenstapel drin sind, desto schwächer ist der Move. Oh, ich hoffe, ihr konntet das verstehen, weil Tailing ist ein Thema, das ist gar nicht so leicht zu erklären und zu verstehen. Wenn ich immer nur Back-Air-Spacing mache, wird die Back-Air immer schwächer. Deswegen ist Pummeln ja auch so cool, weil wenn ich pummel, dann reset ich diesen Kartenstapel. In den Kartenstapel waren jetzt, glaube ich, 5 Pummels drin. Und ihr wisst, dass es dann viele Moves wieder unstaled hat. Wenn ich, was weiß ich, jetzt mit 5 Back-Airs anfange, dann sind schon 5 Back-Airs in den Kartenstapel drin. Und die Back-Air ist quasi schon fast useless. Ist richtig schwach. Aber dann ist der Gegner mit hohen Prozenten. Und dann kann ich einfach pummeln. 5-mal gepummelt, Back-Air ist wieder fresh. Und dann mache ich einfach down for Back-Air und dann ist sie wieder fresh gewesen und hat dann gekillt. Versteht ihr? Das ist Tailing. Das ist so schwer zu erklären. By the way, Items können eure Moves zwar unstalen, aber Items stalen an sich selber nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit Mega mein Metal Blade spamme, Metal Blade kommt nicht in den Kartenstapel. That's a fact. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, und zwar Stage-Begriffe. Erstmal Stage, was ist das eigentlich? Das sind die Welten, die Level, die Bühnen, die man auswählt, auf denen man kämpft. Ground. Ground heißt einfach der Boden der Basisplattform, der Basis-Stage. Nämlich das hier, wo Palutena sich jetzt gerade bewegt. Das ist der Ground. Ledge. Ledge heißt quasi die Kante. Und ja, das hier ist die Ledge, wo man sich festhalten kann. Und wenn man an der Kante hängt, ist man ein bisschen unverwundbar. Solange wie Palutena blinkt, ist sie unverwundbar. Allerdings nur, wenn man das erste Mal an die Kante greift. Jetzt habe ich losgelassen, die Kante wieder gegriffen. Und dann blinkt Palutena nicht. Weil nur beim ersten Mal, wo man offstage ist und dann die Kante greift, ist man unverwundbar. Wenn man eine Kante hängt, hat man diverse Optionen. Ich kann A drücken, dann mache ich Getup Attack. Ich kann nach rechts drücken, dann mache ich Normal Getup. Ich kann Schild drücken, dann mache ich Rolle. Ich kann auch Sprung drücken, dann springe ich. Ich kann Sprung Aerial machen, ich kann nach unten drücken, dann lasse ich die Kante los, dann kann ich zum Beispiel Aerial machen oder bleib einfach hängen oder lass los und greife die Kante erneut, aber wie gesagt, dann ist man nicht unverwundbar. Nur beim ersten Mal, wenn man die Kante greift, ist man halt unverwundbar und ja, that's basically it. Also ich habe mal ein extrem ausführliches Video gemacht zu allen Edge Options, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das im Detail weiter interessiert. Das waren jetzt die wichtigsten Sachen und ja. Es gibt auch noch einen Ledge Trump. Wenn Cloud jetzt hier zum Beispiel hängt, ja, dann habe ich ihn quasi von der Kante gestoßen und dann kann man ihn auch dann treffen, wenn er nicht rechtzeitig reagiert. In Smash Ultimate können die Ledge Trumps dealt werden und somit sind volle Ops nicht true. Aber man kann Gegner trotzdem damit überraschen. Weil keep in mind, nur ein Charakter kann gleichzeitig an der Kante hängen. Sobald ein anderer Charakter sich dann auch dran hängt, jetzt Cloud zum Beispiel, dann fällt der andere Charakter runter. Und das nennt man Ledge Trump. Ja, dann gibt es noch Ledge Cancel und Plattform Cancel. Das habe ich euch eben schon mit dem Teleport gezeigt. Palutena. Das sieht so aus. Geht an Ecken der Plattform. Es geht generell an eine Kante. Ja, das sind schöne Plattform- und Ledge Cancels. Manche Charaktere können das, Gandalf kann das auch mit Down-Bee, Down-Bee Edge Cancel, Didikon kann das mit Side-Bee, alle Teleport-Charaktere können das. Muss man halt schauen. Nicht jeder Charakter hat ein Plattform- oder Ledge Cancel. Blast Zone. Jetzt bin ich in der Blast Zone, in dieser Blase, und wenn ich weitergehe, bin ich tot. Blast Zone ist quasi der Bereich, wo man anfängt zu sterben. Kurz vorm Tod, und ja, wenn man komplett drin ist in der Blast Zone,
dann ist man Geschichte. Dann verliert man einen Stock. Das ist die Blastzone. Todeszone könnte man auch das Ganze nennen. So, New to Game. Man spricht in Smash für ein New to Game, wenn beide Spieler und Spielerinnen versuchen, ein Opening zu finden. Also den ersten Hit reinzubekommen oder eine Combo zu starten. Im Neutral mit Palutena würde man hier Forward Air benutzen, Back Air gucken und dann mit Dash Deck reingehen, weil Dash Deck von Palutena würde alles besiegen, weil sie ihr Schild benutzt. Und das zum Beispiel ist Palutena im Neutral Game. Wenn man Hit reinbekommt, macht man halt die Bread and Butter Kombos. Bread and Butter heißt die Kombos, die immer funktionieren, die jeder können muss, wenn man diesen Charakter spielt. Die optimalen, typischen Sachen eben halt. Ja, und das ist New to Game. Wir sprechen nicht mehr von einem New to Game, wenn ein Hit reingekommen ist. Wenn ich hier zum Beispiel Uptilt lande, dann bin ich im Advanced State, im Vorteils State, in der Vorteilsphase, wie man es auch mal nennen möchte. Jetzt juggle ich zum Beispiel den Gegner. Juggeln bedeutet hochhalten. Den Gegner die ganze Zeit hochhalte und jongliere quasi, nicht mehr landen lasse. Das bedeutet juggeln. Und ja, in der Situation, wo ich eben halt Stage Control habe, den Ton angebe, da bin ich im Advanced State. Auch wenn der Gegner natürlich Offstage ist und ich dann ihn die ganze Zeit pressuren kann, dann habe ich auch Advanced State. Anders hingegen, wenn Cloud mich jetzt kombot, dann bin ich im Disadvantage State, in Nachteilsphase. Ich muss irgendwie gucken, wie ich dann da rauskomme. Na? Dann bin ich ja klar im Nachteil. Cloud hat dann die Kontrolle und ich muss zusehen, wie ich dann da rauskomme. Stage Control. Die Kontrolle über die Stage. Wann habe ich Stage Control? Wenn Cloud jetzt hier zum Beispiel in der Corner ist, hat er weniger Options. Wenn ich in der Mitte bin, dann habe ich Stage Control. Ich gebe ihm den Ton an. Ich habe dadurch dann auch Advanced State. Advanced State und Stage Control hängen unglaublich krass zusammen. Als würden die zu einer Familie gehören. Ich habe auch Stage Control, wenn der Gegner Offstage ist, weil ich kontrolliere ja dann komplett die Stage. Das ist Stage Control. Weil man einfach einen Vorteil im Neutral Game gerade hat. Wenn Cloud jetzt hier steht, wo ich... Warte. Wenn Cloud jetzt hier steht, hat er halt weniger Kontrolle als ich. Ich kann hier mich zurückziehen. Ich habe so viel Spielraum und er ist da gecornert. Voll in der Ecke und hat weniger Options. Er hat weniger Stage Control. Letzte Kategorie, Freunde. Bunte Mischung, generell andere Begriffe, die mir noch so einfallen. Und zwar Punish. Ganz oft rede ich davon. Ganz oft erwähne ich das. Was ist eigentlich ein Punish? Punish heißt Bestrafung. Marv macht einen F-Smash und der F-Smash hat halt ziemlich viel Ending-Lag. Dann kann ich ihn punishen. Bestrafen dafür, dass er nicht getroffen hat und dafür, dass er versucht hat, eben halt einen Smash zu machen, der super stark ist, wenn er trifft, aber dann eben halt auch mit diesem Ending-Lag verbunden ist. Kann ich einfach punishen, indem ich zum Beispiel einen Dash-Attack mache. Das nennt man einen Punish. Und naja, wenn ich jetzt hier so ein bisschen hin und her tänzel und Marv meint, jetzt einen Dash-Attack machen zu müssen, Marv macht bitte eine Dash-Tag. Okay, er macht's nicht, dann mach ich's mit Marv. Wo ich eine Dash-Tag? Mit Richter? Ich dash jetzt hier so ein bisschen hin und her. Zack, zack, zack. Stell ich das mal vor, ich mach das mit zwei Controllern, das ist mega blöd. Guck, jetzt bin ich weggedasht und dann kann ich Whiff punishen. Weil wenn ein Gegner nicht getroffen hat, na, einfach was ins Leere gehauen hat, dann spricht man vor einem Whiff punish. Whiffen meint einfach nicht treffen, ins Leere hauen. Und wenn er ins Leere gehauen hat, bam, kann ich das easy whiff punishen. Wenn ihr jetzt den Unterschied nicht versteht, einfaches Beispiel. Marv, mach mal jetzt einfach Jab auf mein Schild, zack, zack. Dann kann ich den Jab natürlich punishen, weil der Jab genug Endlag hat. Das ist ein ganz normaler Punish. Was ich euch vorher gezeigt habe, das waren eigentlich nur whiff punishes. Aber ja. You get the idea. So, nächstes Thema. Read. Das Lesen des Gegners. Und wenn ich jetzt hier immer wieder das gleiche mache an der Kante, immer wieder roll, get up, roll, get up, roll, get up, dann ist der Gegner wahrscheinlich nicht der Dürfste, der readet das irgendwann und macht dann, ja, F-Smash. Das wäre zum Beispiel ein Hard-Read. Weil er gemerkt hat, hey, CC macht ja immer roll, get up. Dann punish ich das jetzt hart mit einem Smash-Angriff. Ein Soft-Read zum Beispiel
wäre zum Beispiel, ja, Cecile, die tendiert dazu, zu 60% Rule Get Up zu machen. Deswegen mache ich jetzt mal einen Up-Tilt. Man hatte quasi dann einen Plan, dass es kommen könnte, committed aber weniger, weil ein F-Smash hat ja viel mehr End-Lag als ein einfacher Up-Tilt. Ne, das wäre dann Soft-Read. Die zwei Unterschiede gibt es. Kommen wir zum nächsten Thema. Bait. Wenn ich jetzt hier immer wieder F-Smash mache, dann will der Gegner es irgendwann punishen. Dann denkt der Gegner, oh yo, da kommt bestimmt wieder ein F-Smash in der gleichen Situation. Bam, dann kommt aber nicht, was weiß ich. Man will jetzt den F-Smash punishen, macht dann Dash-Tag und dann, in dem Moment, kommt dann aber ein F-Tilt. Dann hat man quasi Dash-Tag rausgebaitet. Es gibt viele Arten von Baits, da kann man auch sehr kreativ entfernen. Im Grunde genommen hängen Baits mit Conditioning zusammen. Conditioning heißt, den Gegner dazu manipulieren, etwas zu tun. Nochmal das gleiche Beispiel von ihm. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Rule Get Up mache, dann manipuliere ich den Gegner irgendwann dazu, einen Hard Read zu machen. Machen wir das nochmal im Beispiel von Marv und Richter. Wenn Richter an der Kante hängt, macht Marv hier wieder seinen F-Smash. Dann kommt aber nicht der. Dann kommt aber nicht die Rule Get Up, sondern Normal Get Up into Dash Tag. Und dann konnte ich quasi seinen F-Smash damit punishen. Ich habe den Gegner konditioniert, auf meine Rule Get Ups aufzupassen. Aber dann kam sie nicht. Und dann habe ich diesen krassen Punish bekommen. Dann habe ich den Gegner konditioniert, etwas zu tun, wo ich wieder davon profitieren kann. Gleiche, wenn ich jetzt nach einem Downthrow immer wieder Air Dodge. Kommt immer wieder ein Air Dodge. Dann machst du irgendwann als schlaue Spielerin oder schlauer Spieler, machst du einen Hard Read F-Smash. Aber dann, in diesem Fall, springt der Gegner mal und punisht einen von oben. Das wäre halt wieder Conditioning. Und Conditioning und Baits, die hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Das ist das Coolste an Smash. Diese Mind Games, diese tiefgründige Leute. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Je kreativer man ist als Spieler oder Spielerin, desto besseres Conditioning, desto bessere Baits lässt man sich einfallen. Missinput wird gerne als Ausrede benutzt, aber manchmal kann es halt vorkommen. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Back-Air machen möchte, aber dann kommt die Down-Air raus und ich sterbe, dann war es ein Missinput. Missinput heißt einfach eine Eingabe, die man nicht wollte. Ich wollte Back-Air machen und dann kommt die Down-Air und man ist tot. Missinput. Ganz einfach. Den falschen Knopf im falschen Moment drücken. Kommen wir nun zum anderen Thema. Spacing. Oh mein Gott, ja, Spacing werde ich bald ein Video mal drüber zu machen. Nächste Woche kommt das raus. Spacing. Das ist die Art und Weise, wie man Moves nutzt. Man möchte auch für größten Distanz vom Gegner sein, die Reichweite ausnutzen. Marv hat zum Beispiel einen wunderbaren Destroy mit seinem Schwert. Und die Reichweite gut ausnutzen wäre eben halt maximale Reichweite und dann auch möglichst nah am Boden das zu nutzen. Das wäre zum Beispiel gutes Pacing. Ich krieg den Tipper, ich mach das nah am Boden. Seht ihr das? Gutes Pacing. Das gleiche kann man auch mit Richter machen. Schlechtes Pacing sieht so aus, man ist nah dran und trifft nicht mal. Oder man kriegt dann halt nur den Zauberspot. Gutes Pacing von Richter sieht so aus. Ja. F-Tilt oder halt Forward Air. Das ist gutes Pacing. Also Spacing kann man halt nicht wirklich umschreiben. Es gibt kein Wort dafür. Es ist die Art und Weise, wie man Moves perfekt nutzt, die Reichweite und das Timing halt perfekt abpasst. Anders kann ich das nicht erklären. Dann gibt es Zoning. Zum Beispiel Belmont sind super gute Zoner. Zoning heißt komplettes, permanentes Einschränken des Gegners. Ich werfe hier mein Cross. Ich cover hier mit Forward Air. Dann werfe ich hier wieder mein Cross. Hier ist jetzt das Holy Water und ich cover wieder. Und hier ist wieder das Cross und hier ist das Holy Water und hier ist mein F-Smash. Und hier ist das Cross. Hier ist das Holy Water. Das ist Zoning. Nämlich ich die ganze Zeit zack, zack, zack den Gegner auf Distanz halte. Aus meiner Zone halt. Das ist Zoning, Leute.
Seht ihr, das ist gutes Zoning. Das meint das halt. Villager ist zum Beispiel ein guter Zoner. Die Belmonts sind so die typischen Zoner eigentlich. Nicht verwechseln mit Camping. Camping ist, wenn du auf Timeout spielst. Timeout heißt, wenn die Zeit abläuft, dann ist das Spiel zu Ende. Die Matches gehen 7 Minuten. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt derjenige Spieler oder diejenige Spielerin, die weniger Prozente erlitten hat bei gleichen Stocks oder halt, wenn einer nur ein Stock hat und eine dann wieder zwei Stocks hat, dann gewinnt der Spieler, die Spielerin mit mehr Stocks bei einem Timeout. Und campen heißt halt, die ganze Zeit nur safe Sachen machen und nicht committen, nicht approachen. Approachen meint das Annähern an den Spieler. Wenn ich jetzt approache, dann versuche ich irgendwie einen Hint reinzubekommen. Das wäre zum Beispiel ein Approach mit Richter. Ich stelle mal Marv auf Computer. Hey, jetzt approache ich ja. Ich approache. Approach ist das Gegenteil von Campen. Man versucht wirklich irgendwie ein Opening zu kriegen. Bei Campen gehst du auf Distanz, du guckst nur auf den Gegner, machst nur das Nötigste, machst nur das, was safe ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hinten stehe, dann ist es natürlich safe, einen Cross zu werfen. Der Gegner kann mich nicht dafür punishen, weil ich viel zu weit weg stehe. Kann ich einfach einen Cross werfen oder meine Holy Water werfen oder meine Axt werfen. Weil der Gegner so weit entfernt ist. Das wäre zum Beispiel Campen. Wenn ich campe, dann kann ich halt die ganze Zeit nur safe spielen. Ich committe nicht. Ich mache keinen Fehler. Ich halte den Gegner nur von mir fern und baue mein Lead immer weiter aus. Das ist Camping. Sonic ist zum Beispiel ein verdammt guter Camper, weil er so schnell ist und immer wieder abhauen kann. Spam. Spam meint immer wieder den gleichen Move zu nutzen. Zum Beispiel Young Link ist ein sehr krasser Spam-Char. Fire Arrow, Bomb, 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 Boomerang, Boomerang. Aber auch die Belmonts. Also es gibt so viele Belmont-Spieler, die eben halt dumm sind. Und die ganze Zeit nur das machen. Das ist Spam. Belmont Spam. Das ist Belmont Spam. Die haben ihren Charakter, by the way, auch nicht verstanden, weil es eigentlich ein Zona ist. Aber es gibt Leute, die spielen ja als Spam. Das sieht dann so aus. Naja. Dann gibt es Poke. Das ist einfach den Gegner safe pressure. Zum Beispiel kann das poken. Quatu zu F-Tilt kann poken. Marv Down-Tilt kann irgendwann poken. Ah, jetzt ist er nicht auf steuerbar. Ups. Ach. Die haben keinen Tilt-Stick, die PCs. Das poke dann irgendwann. Die ganze Zeit pressure mit safe Moves. Kann dann auch zum Shield-Poke führen, aber generell heißt es, Moves benutzen, die wenig Lag haben und ja, die den Gegner trotzdem unter Druck setzen. Cross-Up, Leute. Cross-Up bedeutet, hinter dem Gegner zu landen und dann eventuellen Shield-Grabs auszuweichen. Cross-Up wäre zum Beispiel... Warte, ich kann hier Shield haben. Dann habe ich zum Beispiel Cross-Up. Seht ihr das? Cross-Up Neutral. Kann auch durchporken. Klar. Im Grunde genommen bedeutet, das ist so schwer mit zwei Controllern. Lacht nicht, Mann. Lacht nicht. Im Grunde genommen bedeutet das, hinter einem Gegner landen und ein Area machen. Oder was weiß ich, es gibt auch Dash-Tags, die cross-upen. Du musst auch cross-upen hier, pass mal auf. Ja, jetzt habe ich einen cross-up. Ich bin hinter einem Gegner und er hat geschildet. Steht hier jetzt auch ein cross-up. Hinter dem Shield des Gegners mit Moves kommen. Wenn er hier shieldet, kann ich auch Cross-Up Back-Air einfach machen. Das wäre auch ein Cross-Up. Versteht ihr? Das ist ein Cross-Up. Kreuzung. Ne? Ich springe meinen Gegner und habe ihn quasi dann so gekreuzt. Deswegen. Okay. So, Edgeguard. Man spricht vor einem Edgeguard. Wenn man den Gegner halt davon hindert, zur Stage zurückzukommen. Ja, wenn der Gegner offstage ist und ich dann alles probiere, dass er nicht wiederkommt,
Dann habe ich ihn geedgeguard. Das war zum Beispiel Edgeguard. Perfekter Edgeguard. Das ist halt quasi ein Edgeguard. Offstage den Gegner daran hindern zu recovern. Dann gibt es aber auch noch Gimp. Gimp bedeutet, der Gegner ist viel früher gestorben, als er es normalerweise tut. Ist übrigens mit Edgeguard in Harmonie, weil Gimps sind meistens Edgeguards. Der Marv will normalerweise nicht bei 60% sterben, deswegen wurde er jetzt Gimp. Und ja, das ist halt ein Gimp. Tech Chase, Leute. Diesen Begriff nutze ich immer ganz gerne. So, hier könnte Marv tacken. Er könnte on ground tacken. Er könnte hier einen Tech Roll machen oder hier einen Tech Roll machen. Wenn ich das reade, dann kann ich einfach weiter rennen. Und dann hätte ich zum Beispiel hier den Gegner Tech Chased. Quasi die Tech-Option jagen vom Gegner. Wenn man ganz genau weiß, der Gegner rollt immer weg in der Tech-Situation, renne ich einfach weiter und mache Dash-Tech. Da habe ich zum Beispiel den Gegner gut getech-chased. Das ist ein Tech-Chase. Mix-Up. Mix-Up sind Optionen, die man nicht immer benutzt, weil sie nicht optimal sind. Optimal zum Beispiel mit Belmonts ist einfach ein Cross immer zu werfen und dann zu zonen. Cross und dann einfach den Bereich abcovern, abdecken. Aber was ist, wenn ich mal als Mix-Up eine Axt werfe? Warum nicht? Dann kann es passieren, dass der Gegner dann springt und voll in die Axt reinkommt. Und dann könnte ich den Gegner überraschen und noch mehrere Hits rausbekommen. Das wäre zum Beispiel ein Mix-Up. Wisst ihr Bescheid? Was auch ein Mix-Up ist, ist, wenn ich Ledge Drop Forward Air zum Beispiel mache. Das macht man nicht immer, aber es ist ein verdammt gutes Mix-Up. Unkonventionelle Optionen, die den Gegner aber extrem überraschen können, wenn sie dann funktionieren. Optionen, die man halt deswegen auch nicht immer machen sollte. Das sind Mix-Ups. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsstrats, und zwar Tomahawk. Tomahawk ist quasi Empty Hop Fast Fall Grab. Wenn ich jetzt... Ich zeige euch mal ein perfektes Tomahawk-Beispiel. Ich mache jetzt hier die ganze Zeit Forward Air Pressure. Der Gegner hat Angst, shieldet. Okay, ich habe wieder keine Kontrolle über Marv, unfortunately. Shieldet. Dann mache ich Fast Fall und gehe für einen Grab. Jetzt hatte ich Forward Air erwartet, die kam aber nicht. Ich habe Empty Hop gemacht, ich habe gefast Fall und dann bin ich sofort für einen Grab gegangen. Das ist ein Tomahawk. True Combo. True Combos sind Combos, die immer funktionieren. Egal, was der Gegner macht, wenn er perfekt de-eyed, wenn er SD-eyed, wenn er, weiß was ich, mashed oder sowas, funktioniert immer. Das sind True Combos, zum Beispiel bei 0% Down Throw Forward Air mit Richter oder mit Simon. Funktioniert immer. Das ist ein True Combo. Genauso ist auch eine True Combo Neutral Air Forward Air. True Combo, kann man nichts gegen machen. Es funktioniert immer. Was nicht immer funktioniert, ist sowas. Das ist kein True Combo, das ist ein String. Das ist eine Combo-Möglichkeit, die funktionieren kann, aber halt nicht true ist. Wenn der Gegner die Eid und richtig schlau spielt und wegspringt oder sonst was macht, dann funktioniert das nicht. Das ist kein True Combo, es ist ein String. Wisst ihr Bescheid? Das sind auch Combos, die prozentabhängig sind. Ne? Klar. Follow-up. Follow-up ist quasi ein garantierter Hit nach einem bestimmten Move. Wie in dem Beispiel eben, bekomme ich eine Neutral Air, dann kriege ich immer als Follow-up die Forward Air. Bekomme ich an der Kante das Holy Water, habe ich als Follow-up immer ein F-Smash. Das sind Follow-ups. So, Kill Confirm. Kill Confirm ist eine True Combo, die zum Kill führt. Gleiche Geschichte. Stellen wir die Prozent vom Marv auf 100 und wenn er dann vom Holy Water getroffen wird, dann ist es ein Kill Confirm. Der Gegner im Holy Water ist bei den Prozenten, stirbt er. Kill Confirm. Frame Trap. Dieser Begriff ist etwas schwieriger zu erklären. Es ist im Grunde genommen eine Falle, wo man nichts gegen machen kann. Eine gut ausgedachte Falle. Ich würde es mit Zwickmühle schon fast übersetzen. Guck mal, wenn ich jetzt hier Up-Tilt-Juggle mache. Oh Mann, die haben keinen Tilt-Stick. Up-Tilt-Juggle. Zack. Dann könnte der Gegner erwarten, dass ich eine Up-Air mache, ne? Up-Tilt funktioniert ja und Commode in der Up-Air. Ne? Wie man hier sieht. Könnte ich machen.
Man könnte auch einen Air-Dodge erwarten. Und dann hätte ich hier eine Frame-Trap mit einem Up-Smash oder mit noch einem Up-Tilt. Das wäre zum Beispiel eine Frame-Trap. Der Up-Tilt würde alles abdecken, außer Jump. Und wenn der Gegner halt Air-Dodget oder nichts macht oder Move macht, dann erwische ich ihn. Das ist eine Frame-Trap. Ja, SD ist Self-Destruct, Selbstzerstörung, das wäre ein SD. Oder ich verkacke die Recovery. Und ich bin SD. Oder ich mache Miss-Input. Und ich bin SD. Ja. Self-Destruction. Selbstzerstörung, Leute. Das ist ein SD. Dann gibt es Sharking. Jetzt wird's lustig. Wenn man unterhalb der Stage Move macht, der durch die Basisplattform geht. Seht ihr das? Sharky jetzt hier, indem ich Up-Air mache. Vor unten komme ich aus dem Boden wie so ein Hai im Wasser hervor mit dem Schwert. Ich hänge jetzt hier und vor unten erwische ich trotzdem Richter, weil ich ihn gescharkt habe. JVJV, Leute, was bedeutet das eigentlich? Wenn ich jemanden JV stocke, dann bedeutet das, ich habe mit 0% gewonnen. Ja, wenn Richter jetzt Marv killt, ich habe noch alle drei Stocks und 0%, dann hätte ich ihn JV vorstockt. Drei Stocks plus 1 und dann JV vorsetzen. Das ist JV. Es gab irgendeinen Spieler in der Smash-Szene, der hieß JV und der hat das immer gesagt, ja, ich habe 0% und deswegen ist noch ein frischer Stock, deswegen ist JV free und so weiter und so fort. Also wenn ihr mit 1 Stock 0% gewinnt, dann ist JV 2. Wenn ihr mit 2 Stocks 0% gewinnt, dann ist JV free und ich denke, ihr habt es mittlerweile verstanden. Ja, JV. Invincibility ist Unverwundbarkeit. Wenn ich die jetzt hier anstelle, dann wird die auch hier angezeigt im Trainingsmodus und naja, ein Powerstern würde uns Unverwundbarkeit geben. Seht ihr? Oder wenn ich die Kante das erstmal berühre, habe ich auch Unverwundbarkeit. Invincibility. Braindead. Braindead wird etwas betitelt, was halt Gehirntod ist, was mega einfach ist. Voll viele sagen immer zu Belmonts, oh, der Charakter ist ja voll Braindead, ist ja nur die ganze Zeit rumspammt. Oder Mario halt, Up-Air, diese Kombos werden auch gerne mal als Braindead betitelt. Ist ein bisschen disrespectful, weil man zollt den Gegnern keinen Respekt mit dem, was er erreicht, was er macht. Aber im Grunde genommen stimmt es auch auf manche Sachen zu, weil Mario zum Beispiel die Up-Airs die ganze Zeit zu chainen, ist halt nicht wirklich schwer. Und sowas wird gerne als Braindead betitelt. Leichte Kombos oder Moves, die wenig Risiko haben, die man halt die ganze Zeit benutzen kann. Das wird in der Szene als Braindead betitelt. Team Attack bedeutet den Schaden auf einen eigenen Teampartner. Wenn ein Team spielt in Smash, man greift seinen eigenen Teampartner an, hat man ihn quasi friendly fired. Und das war dann ein Team Attack. In Doubles, in 2 gegen 2, spielt man immer mit Team Attack on. In der Turnierszene, nur damit ihr Bescheid wisst. Homie Stock. Der Gegner ist SD und man will ihm besonders Respekt zollen und man will das Spiel spannend halten, dann bringt man sich einfach selber um. Das wäre ein Homie Stock. Macht man bei besten Freunden ganz gerne mal, aber ich sehe es immer als Disrespekt, weil für mich kommt es so rüber, oh, ich kann dich auch nur mit einem Stock weniger besiegen, du bist Trash. So klingt das manchmal. So wirkt das für mich. Homie Stock. Deswegen, ich bin kein Fangirl davon, aber Homie Stock ist quasi, wenn man einen Gegner besonders mag, den Respekt zollen will und das Spiel spannend halten möchte, dass man sich dann ebenfalls SD't, wenn der Gegner SD't hat. Homie Stock. Habit. Ein Spielerverhalten. Gleiches Beispiel, Leute. Ja, gleiche Beispiele haben den größten Lerneffekt. Ich bin jetzt Cecil Akira, ich habe ein Habit. Ich rolle immer von der Kante. Das wäre ein Habit. Ich bin gecornert und wenn ich gecornert bin, mache ich immer F-Tilt. Das wäre ein Habit. Ich bin Center Stage und mache dann immer Down-Tilt. Das ist ein Habit. Oh, ich bin Center Stage. Mache Down-Tilt. Hänge an der Kante. Mache Roll-Get-Up. Bin gecornert. Mache F-Tilt. Das sind Habits. Und wenn man Habits durchschaut hat, Habits meint quasi Spielerverhalten, dann kann man an den Spieler, an die Spielerin adapten.
Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass die Rolle kommt. Dann kann ich Nerf Smash machen, weil ich ganz genau weiß, dieser Spieler, diese Spielerin macht an der Kante immer Roll Dead Up. Dann habe ich mich an den Spieler angepasst und adapted. Das heißt adapten, anpassen an den gegnerischen Spieler. Das ist ganz wichtig im Competitive Play, im High- und Top-Level, dass man sich auf den Gegner einstellt und eben halt counterplayt. Dass man alle Optionen vom Gegner ausspielt und eben halt den Gegner analysiert, was macht er in gewissen Situationen und dann die gewissen und richtigen Maßnahmen trifft, um zu gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Waste. Waste ist die Verschwendung, Leute. Voll viele Leute wasten immer ihren Double Jump. Sieht irgendwie folgt aus. Oh, ich wurde getroffen. Erstmal sofort wegspringen. Kein Double Jump mehr. Boom. Ist halt ein Waste. Direkt Double Jump drücken. Wenn er weg ist, bist du halt ziemlich... Naja, bist in einer ziemlich schlechten Situation. In Smash. Man sollte den Double Jump grundsätzlich nicht wasten. Aber Waste heißt einfach verschwenden. Und dumme Optionen wählt und wichtige Ressourcen verschwendet. Wenn ich weiß, was ich, die Banane. Der Gegner ist Marv. Er ist hier. Und ich bin Diddy Kong. Ich weiß, ich bin jetzt Richter. Und ich lege die Banane hier hin. Da habe ich die Banane gewastet. Die Banane bringt nichts, wenn die rechts liegt. Die bringt nichts, wenn ich den Gegner hier pressure möchte. Wenn die Banane hinten liegt, habe ich die Banane gewastet. Das wäre auch ein Waste. Tipper. Tipper heißt eigentlich Waffenspitze, aber im Grunde genommen ist es ein wichtiger Begriff, hauptsächlich für Marv. Der Witz ist, Richter hat ja auch einen Tipper. Die Spitze ist stärker. Aber im Grunde genommen wird es hauptsächlich für Marv benutzt. Ja, und wenn ihr dann richtig getippert habt, dann hört ihr immer diese speziellen Sounds. Ist ja nicht so einfach. Ihr müsst halt komplett mit der Schwertspitze treffen. Aber das ist auf jeden Fall die Tipper-Mechanik. Haben mehrere Charaktere. Zum Beispiel bei Left Back, er hat auch einen Tipper. Wie gesagt, die Belmonts haben einen Tipper. Aber Paradebeispiel ist natürlich Marv. Die Spitze einer Waffe. Ich sage extra Waffe, muss nicht Schwertspitze sein, weil Simon zum Beispiel hat kein Schwert. Oder Richter. Ja, Overshooten, Leute, Overshooten. Wenn jetzt hier einer die ganze Zeit dasht und dann gerne mal backdasht, das würde so aussehen, dann overshoot ich einfach die Dash-Deck. Ich weiß, der dasht jetzt hier die ganze Zeit und dann read ich das, dass er backdasht und dann mache ich eine Dash-Deck. Lauf weiter und mach Dash-Deck. Da habe ich overshoot, die Dash-Deck overshoot, weil normalerweise, wenn jetzt hier Marv die ganze Zeit nur auf eine Stelle hier dash-dance, dann würde ich die Dash-Deck ja hier machen, dass ich ihn hier treffe. Overshooten heißt, ich renne ein bisschen weiter und ende dann letzten Endes hier. Da habe ich die Dash-Tag von den Belmonts overshootet. Retreat heißt einfach Rückzug. Es gibt Retreat Areas. Ja, wenn Marv jetzt hier ist, dann würde ich das so machen. Das sind Retreat Areas, Rückzug, Areas, Rückziehen, Luftangriff. Oh mein Gott, Deutsch klingt so doof. Oh naja. Ich kann natürlich auch einfach so retreaten, indem ich wegrenne. Ich kann natürlich auch einfach retreaten, indem ich einfach wegspringe. Verwechsel das nicht mit retweeten. Das hat nichts mit Tweet zu tun. Wir sind hier nicht bei Twitter. Retreat, Rückzug. Aus dem Englischen übersetzt. Retreat. Retreat. Weil voll viele schreiben mich immer an, ja, es ist hier, was heißt eigentlich retreat? Weil du sagst das immer. Ich sag retreat, nicht retreat. Geht vor eure fucking Twitter-Plattform runter, wenn euch das alles zerstört. Ja. Desync. Habt ihr das gesehen? Ich habe einfach aus dem Run-Forward-Tilt gemacht. Da. Und dann wurden sie gedesynced. Auseinanderbringen von einem Duo, kann man sagen. Auseinanderbringen von zwei Charakteren, die zusammengehören. Bei Rosalina und Luma ist es einfach so, du kannst sagen, new to be man, zack. Dann ist ja Luma aber trotzdem noch in Sync, das ist ja der Witz, weil er bewegt sich dann trotzdem noch gleichzeitig mit Rosalina. Seht ihr das? Aber wenn Luma jetzt getroffen wird, dann ist er desynced. Versteht ihr? Nur diese zwei Charaktere haben das.
diese Desyncs. Aber Ice-Climber ist ganz, ganz wichtig. Bei Rosalina ist aber auch wichtig. Aber Ice-Climber sagt ja, die haben so viele Desyncs. Oh mein Gott. Und Desync-Kombos. Und dieser Charakter ist sowieso schon super schwer. Aber ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir reden ja nicht nur über Ice-Climbers hier. Pin. Pin wird nur für Corrin verwendet. Ein Begriff, der quasi ja, das Fest-Pin meint. Genau wie eine Pinwand. Zack, Peach ist gepinnt. Sie sei wie von Corrin. Pin. Das Pin. Dann gibt es den Float. Nur Peach hat einen Float. Das Schweben. Guck, jetzt schwebe ich. Wenn ich im Sprung nach unten halte, dann float ich mit Peach. Und ja, gibt's Float-Cancels und voll die krassen Kombos und Peach ist sowieso voll technisch und alles, aber ja. Das Float, die Schweben. Ziemlich geil. Kann man nur einmal machen. Wenn ich schon gefloatet habe, dann muss ich erstmal wieder landen, bis ich wieder einen neuen Float habe. So funktioniert das. Stalling. Zeitchen, länger in Luft bleiben, Momentum in Luft halten. Ja, so sieht's aus, wenn ich fast falle mit Ness. Erreicht den Boden relativ schnell für Ness-Verhältnisse. Aber wenn ich besonders lange in Luft bleiben möchte, dann kann ich den Magnet nutzen zum Stallen. Zum Beispiel ein extrem krasses Stalling, Ledge-Stalling, ist zum Beispiel das hier. Das wäre auch Stalling. Nennen wir mal Ledge-Stalling. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ne, normales Stalling, warten und dann Whiff punishen. Mit Magnet. Oder Ledge Stalling. Wie Fit kann auch sehr gut Ledge Stalling, Ball werfen, Sonnengruß werfen und ja, generell Offstage mit 1000 Spikes arbeiten. Und Ness kann halt das hier machen. Das ist auch sehr schön. Naja. So viel zum Thema Stallen. Hummeluft kann auch sehr gut stallen. Die ganze Zeit 5 Jumps benutzen und dann Zeit machen, um die ganze Zeit in Luft zu bleiben. Naja, es ist halt Hummeluft. So, nächster Begriff. Meat Shield. Fleischschild. Wenn man irgendwas im Weg stellt. Mit Steve zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier einen Block hinsetze. Zack, da ist jetzt ein Block. Und dieser Block schirmt Projektile ab. Es ist ein fleischiges Schild, was uns schützt. Anderes Beispiel wäre Duck Hunt. Duck Hunt baut seinen Cowboy auf und der Cowboy dient als Schutzschild, als Meat Shield. Das ist quasi so das Kanonenfutter, was man in den Krieg schickt. Bei Steve sind sie Blöcke, bei Duck Hunt sind sie Cowboys. Meat Shield. Ganz einfach. Und zu guter Letzt haben wir noch Salt. Wenn ein Spieler super sauer ist, dass er verloren hat, und komplett am Ausrasten ist und den Controller an der Wand wirft, dann spricht man von Salt. Oh Mann, du hast dich verdient zu gewinnen, du warst so eh scheiße, ich hab tausendmal besser gespielt. Fuck this game, fuck you all. Das ist Salt. Das wär Salt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial, dieses Lexikon ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch irgendwelche Begriffe habt, die ihr geklärt haben wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich erkläre das alles, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder Irrtümer, wo ihr mich gerne fragt als Competitive-Spielerin, hey, ist das hier, ist das ein Begriff, gibt es das in der Szene oder hat mir da jemand Quatsch erzählt? Ich beantworte das in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt unter diesem Video. Wir können gemeinsam das Lexikon noch ergänzen. Ich werde das auch unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung zum Download bereitstellen. Ihr könnt das vom Google Drive runterladen, dann könnt ihr die Begriffe euch auf Karteikarten schreiben, auswendig lernen oder ihr lernt es einfach so auswendig. Ich habe das extra für euch in ein Lexikon zusammengetan. Könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Stellt sie bitte in die Kommentare und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Weil voll viele haben immer Probleme, mein Tutorial zu verstehen oder generell Smash zu verstehen. Wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, kommt man immer mehr mit diesen Begriffen in Kontakt. Und wenn man die nicht versteht, dann ist man ein bisschen aufgeschmissen. Dafür soll das Lexikon und das Tutorial hier dienen. Ja. Da gibt es auch ganz toxische Kommentare. Oh, kannst du nicht mal richtig Deutsch sprechen mit deinem englischen Kauderwelsch? Dislike. Hatte ich alles schon. So ein Quatsch. Mann, diese Begriffe sind international anerkannt. Checkt's doch mal. Naja, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Stay awesome, eure Cecile. Ciao. Thank you.
We'll be right back.